im Leben erledigt habe. Ich stelle mich mal kurz vor. Wie gesagt, Rufname ist Mütti. Ich habe viele Jahre als Journalist gearbeitet, habe dort bei RSH gearbeitet, 20 Jahre beim NDR und bin jetzt seit 5 Jahren Social Media Manager bei einer Versicherung. Ehrenamtlich bin ich in Schleswig-Holstein hier bei uns im Kreis Steinburg, der S5 und S6 bei uns im Stab. Ich bin hier in der örtlichen Feuerwehr in meiner kleinen Gemeinde. Da passiert aber nicht so richtig viel, zum Glück. Was interessanter ist, ich bin in einer Gruppe, die nennt sich Virtual Operations Support Team. Und dazu werden wir nachher von Ralf auch noch sehr interessante Dinge hören. Deswegen lasse ich das aus. Aber es ist etwas, wo Ralf und ich sehr viel Arbeit reinstecken. Und es ist eine tolle Geschichte, die zeigt, was man mit Social Media alles für die Blaulichtorganisation anfangen kann. Ja, und dann mache ich eben solche Dinge wie hier. Ich habe einen kleinen Podcast und mache ganz viel für die Landesfeuerwehrschule hier bei uns in Schleswig-Holstein. Unter anderem einen Vortrag, der 3 Tage dauert, der über Social Media geht. Insofern breche ich jetzt mal 3 Tage auf 15 Minuten runter. Ich hoffe, es gelingt. Und deswegen starte ich gleich mal durch. Ja, es soll um Social Media gehen. Ich bin eher die Generation hier rechts. Guck mal, so nimm mal alte Tweets von mir. Das ist so meine Zeit. Ich bin Jahrgang 68, habe also immer noch, muss man sagen, den größten Teil meines Lebens ohne Social Media verbracht und ich habe auch nichts verpasst. Trotzdem finde ich es super spannend, was sich da tut und möchte das mal so ein bisschen auf uns, auf die Blaulichtorganisation runterbrechen, um einfach zu sagen, was bedeutet das? Hier sieht man mal 2 Bilder sozusagen aus meiner erweiterten Arbeitswelt. Das linke ist hier, ich weiß gar nicht, da war noch Heidi Simonis am Ruder. Das war eine Landtagswahl, wo man sehen konnte, wie viel Aufwand betrieben wurde über viele Jahre beim Fernsehen, um viele Millionen Menschen zu erreichen. So ein Satellitenübertragungswagen kostet viel Geld, hat ein Team, muss erstmal hingestellt werden. Und das war über viele Jahre die Technik, die man brauchte, um viele Menschen zu erreichen. Und hier rechts sehen Sie und seht ihr den Jan Hofer, der so zu seinem Abschied aus der Tagesschau ein Selfie macht. Und das packt für mich in so einer Nussschale ein, was sich geändert hat. Er steht in der Tagesschau-Kulisse, wo also Beleuchter, Kameraleute, Bildmischer und andere sind, wo für viel Geld eine sehr gute Sendung produziert wird, wo sehr viel Aufwand getrieben wird, um ein Millionenpublikum zu erreichen. Wenn er aber viele Follower hat, kann er über Instagram oder wo auch immer er jetzt gerade was postet mit diesem Selfie, auch sehr viele Leute erreichen. Ohne eine Chefredaktion, ohne dass darüber geguckt wird, was erzählt der Mann da eigentlich. Und das zeigt für mich in einem Bild den Break, der sich dort ergeben hat. Zwischen den Medien, die quasi das Monopol hatten für eine große Erreichbarkeit. Andere Leute konnten sich an so eine Speakers Corner stellen oder Flugblätter verteilen oder sowas, wenn sie eine Meinung hatten zu Corona oder anderen Dingen. Heutzutage kann jeder sofort eine Reichweite erzielen und das hat sich massiv verändert. Was bedeutet das für uns in den Blaulichtorganisationen konkret? Hier ein Bild, das schon 10 Jahre alt ist, das aber ikonisch ist, nicht nur, ich würde sagen, für alle, die auch den Film gesehen haben, mit der Notlandung im Hudson River, sondern auch ikonisch für viele Journalisten und viele, die sich mit Social Media beschäftigen. Wenn Sie genau hinsehen, sehen Sie, dass dieses Bild, was das erste war, was um die Welt ging von dieser Notwasserung, erstens sehr früh gemacht worden ist. Der Pilot macht da gerade die Tür zu. Die Leute sind noch nicht abgeborgen, die stehen noch auf dem Flügel. Wir wissen ja, dass es gut gegangen ist, deswegen kann man das so zeigen. Man sieht aber auch, dass hier so Schlieren vorne drauf sind. Und dieses Bild ist eben nicht gemacht von einem Journalisten, der zufällig vor Ort war oder der schnell hingefahren ist, wie das noch ein paar Jahre vorher gewesen wäre, auch zu 9/11 zum Beispiel. Sondern dieses Bild ist gemacht worden von jemandem, der zufällig auf einer Fähre war, die dorthin gefahren ist, um die Menschen zu retten. Und damit ging also diese Szene 4 Minuten nach der Notwasserung um die Welt. Und das hat vielen von uns gezeigt, was das für eine Dynamik entwickelt und wie schnell die sozialen Medien auch bei kritischen Ereignissen sein können. Springen wir mal in die Jetztzeit und springen wir mal wieder ans Wasser. Jetzt aber hier zu uns in Schleswig-Holstein nach Kiel, 29.09. Eine große Wasserwindhose hat sich dort gebildet. Zum Glück nicht entfernt das, was wir jetzt in den USA sehen mussten. Es ist relativ gut ausgegangen. Es gab wenige Verletzte. Aber hier sieht man, wie schnell und wie dezidiert die Bilder dort drin waren. Das ist etwas, wo jeder von den Leitstellen, von denen wir auch einige heute als Gäste hier haben, herzlich willkommen auch an euch, immer feuchte Augen kriegen, weil das eine zusätzliche Lageerkundung ist, die unheimlich viel wert ist. Natürlich werden wir immer auf den Mann vorne rechts im Löschfahrzeug oder auf den ersten RTW setzen und die Lage auf Sicht von den Experten uns anhören. Aber wenn man zusätzlich davon diese Informationen
in einer Leitstelle schon auf der ersten Ebene sozusagen bekommen kann, ist da schon viel gemacht. Und das ist also der unterste Level, wo man sagen kann, da ist es interessant, von den Leitstellen her schon sowas zu erfahren. Gucken wir mal eine Nummer größer. 27.07.21 war die Explosion bei Currenta in Leverkusen. Da gibt es eine sehr gut gemachte Seite, wo erklärt wird, was dort eigentlich geschah von Currenta selbst. Und ich habe mir hier mal die Zeitleiste rausgeklaut. Sowas kriegt man ja sonst nur, wenn man guten Draht zu den Leitstellen hat. Die haben das selber veröffentlicht. Und hier sieht man, 9:37 Uhr ist der Eingang des Notrufs gewesen. 9:46 Uhr war die Werkfeuerwehr am Einsatzort. Und die Frage ist natürlich immer, wie schnell ist dieses Ereignis in den sozialen Medien? Die Antwort ist natürlich, es dauert überhaupt nicht. Also, machen wir zurück. 9:37 Uhr ist der Notruf eingegangen. Um 9:38 Uhr waren die ersten Meldungen und 9:39 Uhr waren die ersten Fotos. Und dann kamen Videos und das Ganze, was hinterher lief. Das heißt, alles, was im Netz ist, ist eine wichtige Information für uns, wenn wir die Chance haben, sie auch zu gewinnen und da auch reinzuschauen. Und hier diese Explosionsbilder, das geht vielleicht noch, aber bei größeren Ereignissen hat man einen riesen Datenwust, von dem Dennis nachher auch sprechen wird, eine riesen Herausforderung, mit den Leuten zu sprechen. Trotzdem sind die sozialen Medien eine wahnsinnig wichtige Informationsquelle für uns, die wir zusätzlich zu den Informationsquellen, die wir haben, bis hin zu den Drohnen auf jeden Fall nutzen sollten. Es passieren eben auch Sachen wie dieses hier zum Beispiel, dass in Facebook-Gruppen Informationen geteilt werden, die von keinem Journalisten irgendwie gesichtet worden sind, die mit Sicherheit natürlich von keiner Leitstelle so herausgegeben worden sind und trotzdem in der Bevölkerung unterwegs sind. Das heißt, es ist unglaublich wichtig zu schauen, auch bei kleineren, mittleren Ereignissen, was ist eigentlich in der Bevölkerung los? Es gibt ganz, ganz viele Gruppen, zum Beispiel bei Facebook, die sofort, wenn eine Feuerwehr ausrückt, schon genau wissen, wo es brennt und wer es angezündet hat. Und diese Informationen können sehr relevant werden und deswegen ist es wichtig, da hineinzuschauen. Was noch mit hineinspielt, ist die große Veränderung im Bereich der Medien, der herkömmlichen Medien. Hier ist mal eine Anzeige von 2019 der Bild-Zeitung, für die ich ungern Werbung mache, aber in diesem Beispiel kann man es vielleicht mal zeigen, die also sagen: Hey, 1,49 Millionen verkaufte Bildexemplare, machen Sie bei uns Werbung. Und wenn man mal nachschaut, dann ist das hier die Auflagenentwicklung der Bild-Zeitung. Also der Zeitung, die im Augenblick immer wieder Schlagzeilen macht und immer wieder sehr laut ist und auch jetzt in Sachen Corona ja auch manchmal etwas, naja, mal so agiert, ich will es vorsichtig ausdrücken. Aber diese Zeitung hat so viel an Relevanz verloren, von 1983 5,5 Millionen auf heute 1,5 Millionen. Ich glaube, es ist auf 1,2 Millionen runtergegangen. Das heißt also, die Leute, die sich wirklich diese gedruckte Bildzeitung kaufen, die man immer noch beim Bäcker liegen sieht, das werden immer weniger. Dafür geht die Relevanz auch der Bildzeitung, die nehme ich jetzt nur exemplarisch, in den sozialen Medien nach oben. Und hier ist zum Beispiel von Monitor ein aktuelles Bild. Die meistgeteilten Medien in verschwörungsideologischen und rechtsextremen Telegram-Kanälen auf Platz 2 ist die Bildzeitung. Das heißt, auch die herkömmlichen Medien verschieben sich in diesen Bereich rein, agieren in den sozialen Medien mit, heizen das Ganze noch zusätzlich an. Und die Folgen für Journalisten und für meine ehemaligen Kollegen sind teilweise fatal. Hier sieht man zum Beispiel, in Thüringen werden jetzt schon gar keine Zeitungen mehr gedruckt. Die kommen dann aus dem Nachbarbundesland, weil es sich gar nicht mehr lohnt, eine Druckerei aufrechtzuerhalten. Die herkömmlichen Medien, nenne ich sie mal, wo ich ja lange gearbeitet habe, geraten also massiv unter Druck. Sie können ihre Rolle der Recherche und der Einordnung von Informationen immer weniger nachkommen. Das heißt also, die Information und die Kommunikation wird immer direkter zwischen Unternehmen und den Menschen oder aber auch zwischen den Menschen untereinander bei größeren Ereignissen. Und Journalismus ist nach wie vor wichtig. Selbstverständlich sind wir alle verpflichtet, gerade als BOS, die Journalisten zu informieren. Das muss auch so sein. Aber die direkte Kommunikation wird immer wichtiger. Und wer wirklich die Bevölkerung schnell erreichen will, muss auch über die sozialen Medien sprechen. Und wer wissen will, was in der Bevölkerung los ist, kann heutzutage eben nicht mehr am nächsten Tag die Leserbriefe lesen, die da eingeschickt worden sind, sondern er kann sofort bei den sozialen Medien sehen, was passiert. Jetzt nochmal zum Schluss meiner kurzen Eingangsrede, nochmal so
die Kernpunkte, die wir als Experten sehen, die sich dort abspielen. Punkt 1, Fake News. In den sozialen Medien nehmen Fake News immer stärker zu. Dazu wird Dennis nachher auch noch ein bisschen mehr was erzählen. Aber es ist eindeutig erkennbar, wir monitoren ja zum Beispiel größere Ereignisse, dass nach einem größeren Ereignis, was auch immer es ist, ob es ein Unfall ist oder ein Attentat ist, die Fake News immer schneller kommen und immer aggressiver werden. Das Zweite, was wir beobachten und was auch wichtig ist, im Guten, sind die Spontanen. Hier nochmal ein Beispiel aus Metten, aber auch im Ahrtal hat man sehr viel davon gehört und gelesen. Eine Sache, die aus den sozialen Medien herauskam, denn ohne die sozialen Medien konnten sich die Spontanhelfer gar nicht organisieren. Das hängt also unmittelbar damit zusammen. Wer die drei Fragezeichen früher noch kennt, die alten Folgen, die haben immer eine Telefonkette gemacht, wenn sie jemanden suchten, braucht man heute nicht mehr. Heute macht man eine Facebook-Gruppe auf, hat 1500 Leute drin und los geht's. Und das ist auch für Stäbe, für größere Ereignisse ein wichtiges Thema, denn man muss diese Leute einbinden und vernünftig einbinden, damit man dieses Hilfspotenzial auch nutzen kann. Das geht aber nur, wenn man auch in den sozialen Medien, wenn man dort hineinschaut und auch mit den Leuten kommuniziert. Noch eine Auswirkung ist diese hier. Es wird immer öfter beobachtet, dass wir Angehörige oder Gaffer oder beides an größeren Unfallorten haben. Hier ist mal ein ganz krasses Beispiel aus Mannheim von vor 2 Jahren, glaube ich, wo am Ende 30 Angehörige in eine Rettungswache gebracht werden mussten, um sie dort zu betreuen. Auch das eine Folge der sozialen Medien. Auch das ist nur möglich, weil die Menschen sich über WhatsApp, Twitter oder Facebook absprechen und dann zusammen an die Unfallstelle kommen. Und auch das hat direkte Auswirkungen auf unsere Arbeit auf allen Ebenen. Für die Leitstellen, für die Einsatzkräfte und bei größeren Lagen eben auch für die Stäbe. Und das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Die sozialen Medien sind da, die gehen auch nicht wieder weg. Sie werden sich verändern. Facebook wird irgendwann richtig alt und richtig grau werden. Dafür wird es dann Instagram werden. Telegram avanciert gerade, mit Anführungszeichen, avanciert gerade zu einem Zwischending zwischen Messenger und Social Medien, wo eben auch viele Verschwörungstheorien laufen. Das entwickelt sich immer weiter. Es wird aber nicht mehr zurückgehen. Und deswegen ist es wichtig, mit all diesen Folgen, die ich eben kurz gezeigt habe, dass wir da präsent sind, dass wir aktiv sind, dass wir dort zuhören, dass wir mit den Leuten reden und dass wir auch am Ende wissen, was dort passiert und eben das aktiv nutzen können. Es wird also mit oder ohne uns stattfinden. Und deswegen ist es ein unheimlich spannendes Thema und ich freue mich, dass die Hermann-Ehlers-Akademie das aufnimmt. Ja, das mal so als kleiner Impuls. Nun wollen wir mal gucken, ob da schon so Fragen dazu aufgelaufen sind oder ob sich noch keiner traut. Ja, Jan, bis jetzt war nichts oder habe ich was übersehen? Genau, nee, also bis jetzt im Chat sind noch keine weiteren Fragen direkt zu deinem Impuls hier eingetroffen. Und daher kannst du entweder du direkt zu Dennis über. Gebe ich mal direkt weiter an meinen Nachsprecher, an Dennis Schneider vom Landespolizeiamt und bin gespannt, was du jetzt zu erzählen hast. Ja, vielen Dank für die Übergabe. Dem Dank kann ich mich nur anschließen, an die Hermann-Ehlers-Akademie das Thema hier aufzugreifen und uns in den Austausch zu bringen. Finde ich unglaublich wichtig. Werde ich im Laufe meines Kurzvortrages auch immer noch mal betonen, wie wichtig Netzwerken und Austauschen und Best Practice ist. Kurz zu mir, ich bin seit 2016 im Team der Pressesprecher der Landespolizei tätig. Im Landespolizeiamt habe ich einen Fokus auf das Thema Social Media, insbesondere Weiterentwicklung von Social Media. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem journalistischen Bereich, habe als Redakteur gearbeitet im Bereich der Fernsehberichterstattung und habe die Behördenkommunikation als erstes über die Bundeswehr kennengelernt und wie gesagt, jetzt seit 2016 im Landespolizeiamt tätig. Best Practice, wie auch wichtiges Stichwort. Ich finde es wichtig, sich über Erfahrungen in Einsätzen auszutauschen. Im Übrigen, man lernt auch viel aus Worst Practice. Vielleicht ist das ja was für Folgeformate, denn da ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn man sich dann persönlich begegnet und vielleicht in etwas kleinerem Rahmen sich austauscht. Aber auch das tatsächlich etwas, woraus man lernen kann. Ich werde auch mal meinen Bildschirm freigeben. Und werde Ihnen ganz kurz einmal meinen Standpunkt, meine Perspektive auch erläutern.
Wir werden ja nachher noch hören, und wir haben es teilweise eben im Impuls auch schon angedeutet gehört, verschiedene Stichworte, Informationsgewinnung, könnte auch sagen Aufklärung, Auswertung, man könnte auch sagen Ermittlung, spielt da vielleicht eine Rolle. Ich will hier ganz deutlich machen, ich spreche aus der Perspektive der Kommunikation. Das ist mein Bereich, aus dem ich komme. Wir haben bei der Landespolizei auch für die anderen Bereiche Expertenteams, die sich dann um Informationsgewinnung kümmern, die sich um Auswertung, Aufklärung etc. kümmern. Ganz klar, es ist wichtig, dass diese Bereiche sich untereinander austauschen. Da müssen Informationswege klar sein, man muss wissen, was der andere macht. Aber das sage ich auch ganz deutlich, ist auch wichtig, dass man weiß, wofür man selber zuständig ist und dass es eine klare Auftragsverteilung und eine klare Einteilung auch gibt. Ich komme nämlich ja gleich dazu, Schwerpunkt aus dem Bereich Kommunikation, was da für ein Arbeitspaket auf einem lastet. Und das ist dann auch tatsächlich schon eine ganze Menge. Wahrscheinlich werden viele von Ihnen, die sich beruflich mit Social Media befassen, diesen Satz schon mal gehört haben. So nach dem Motto, ja, Social Media, das macht der Kollege in der Pressestelle nebenbei. Dieses Nebenbei ist so eine Einschätzung, die man also wirklich im Jahre 2021 definitiv nicht mehr so akzeptieren kann. Also Austausch zwischen den unterschiedlichen Bereichen unglaublich wichtig, aber es, klare Zuständigkeiten und meine Zuständigkeit oder unsere in dem Bereich Kommunikation, und darauf möchte ich mit Ihnen gleich schauen. Wir haben bei uns im Bereich Kommunikation mit Social Media eine sehr enge Vernetzung zwischen Pressesprechern und Social Media Experten. Unsere Social Media Experten sind speziell ausgebildet. Wir haben inzwischen seit etwa anderthalb Jahren einen bundesweiten Lehrgang Social Media Manager Polizei an der Deutschen Hochschule der Polizei. 3 Wochen praxisbezogene Ausbildung. Das ist schon mal sehr viel wert. Wir ergänzen das durch Fortbildung und regionale Bezüge bei uns nochmal. Aber, und Best Practice ist natürlich auch wichtig, der Austausch. Aber das ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, die wir da haben. Wenn man mal so schaut, was verbirgt sich hinter diesem Begriff Community Management, der ja auch oft genannt wird. Andere Begriffe, die wir heute nennen, Überwachung von Kanälen oder Monitoring, Social Listening. Ich habe das hier mal so in so wenigen Schlagsätzen mal verengt aufgeschrieben. Und im Grunde genommen ist es aber schon so, man jongliert damit. Am liebsten bräuchte man am besten 8 Arme und nochmal genauso 4 Augenpaare, um das alles ein Stück weit im Griff zu behalten und den Überblick zu behalten. Einzelne Aufgabenfelder zeige ich Ihnen da mal ganz kurz. Das eine ist diese Aufgabe, eigene Kanäle überwachen und da mal die Perspektive Quantität. Sie sehen auf diesem kleinen Ausschnitt ein Beispiel eines größeren Bundeslandes, polizeiliche Einsatzlage. Und die Zahl heißt hier, also knapp 12.000 Kommentare, die da zu bearbeiten sind. Tickets nennt man das auch, das sind Kommentare, Meinungsäußerungen. Vielleicht mal so zur quantitativen Einordnung. Wir haben bei uns in Schleswig-Holstein etwa 7.000 bis 8.000 Tickets im Monat zu bearbeiten. Und hier ist mal so ein Beispiel, was passiert, wenn ich so ein Monatsaufkommen an Tickets, an Kommentaren in der Einsatzlage auf einmal auf den Tisch bekomme. Also auch der, sag ich mal, psychologische Effekt natürlich. Ich bin dabei, das abzuarbeiten. Ich muss auf den Grund des Ganzen kommen. Gehe ich da chronologisch ran und hole mir die ältesten Kommentare oder fange ich bei den neuesten an? Wir haben hier insbesondere im Verbund mit den nördlichen Bundesländern ganz klare Unterstützungsverabredungen. Sowas kann man nicht alleine abarbeiten. Da muss man sehr schnell Unterstützung bekommen, um insbesondere das Wichtige von dem Unwichtigen zu trennen. Das ist hier der entscheidende Punkt, wenn ich quantitativ, ich komme gleich noch zu Inhalten, aber hier einfach mal von den Zahlen sowas abzuarbeiten habe. Wie kommt so eine Zahl zustande? Wir haben virale Effekte, das ist das Wesentliche von Social Media. Teilen, weiterverbreiten, anderen Leuten davon erzählen und dadurch habe ich hier exponentielles Wachstum bei entsprechenden Beiträgen, die dann eingehen. Wichtig ist zu sagen, dass alle potenziellen Kanäle bedient und auch beobachtet werden. Aus polizeilicher Sicht haben wir natürlich in Katastrophenschutzsituationen erstmal die Situation, dass wir nicht einsatzführend sind und das jetzt im Kern auch nicht unser Geschäft ist, aber die Bürgerinnen und Bürger halten sich natürlich da nicht an Zuständigkeiten, sondern die suchen den Kanal, mit dem sie vertraut sind, wo sie vielleicht schon mal Antworten bekommen haben, der präsent ist, an den wenden die sich. Und wir müssen in der Lage sein, auch in Einsätzen, die wir nicht selber führen, mindestens qualifiziert weiterverweisen zu können. Also auch hier die Vernetzung, unglaublich wichtig zu wissen, wer noch online ist, wen man noch erreichen kann. Einen Einsatzkanal kann ich nicht im Einsatz aufbauen. Wir
in der Friedenszeit sozusagen im Alltagsgeschäft binden wir die Nutzer an unsere Seite, bauen die Reichweite auf, damit wir in der Einsatzlage entsprechend kommunizieren können. Potenzieller Nachlauf, also physische Belastung und psychologische Abnutzung des Social Media Teams, das hat was mit Kräftemanagement zu tun. Also wenn ich erstmal so einen Batzen an Tickets abgearbeitet habe, bin ich durch und ich freue mich, wenn hinter mir noch jemand sitzt, der übernehmen kann. Also das ist auch ein wichtiges Element dabei. Wann die Social Media mäßige Lage beendet ist, das bestimme ich nicht selber, sondern auch durch den Algorithmus kann es immer sein, dass da vielleicht Menschen noch nicht mitbekommen haben, dass die Bombe inzwischen geräumt ist, Sperrungen aufgehoben sind und so ein Nachlauf ist auch bei der Personalplanung immer noch mal wichtig zu beachten. In Schleswig-Holstein, wenn wir mal so gucken, die Einsatzlagen, die am meisten dieser Tickets verursacht haben, ganz im Wesentlichen unklassische Einsatzlagen. Einmal die Festnahme von Carles Puigdemont, dem spanischen Politiker. Da hatten wir so etwa 1000, 1200 Tickets unmittelbar danach, mehrsprachig von Menschen, die sich da entrüstet haben. Das, was sozusagen in der Top 10 bei uns immer noch ganz oben ist, war eine möglicherweise etwas zu amtlich verfasste Meldung über zwei Teenager, die mit einem sogenannten Hoverboard an der Promenade in, ich glaube, Travemünde unterwegs waren. Und wenn man weiß, dass dieses Gerät eigentlich nirgendwo gefahren werden darf, das ist so eine Art elektrisches Skateboard, sage ich mal, außer auf seinem eigenen Grundstück, also jedenfalls nicht im Straßenverkehr, das wussten viele nicht. Und dann diese Leichtamts bezogene Pressemitteilung oder Facebook-Meldung in dem Fall hat da ja fast 3000 Kommentare ausgelöst. Das war dann schon so ein halbes Monatsaufkommen innerhalb von wenigen Stunden, die abgearbeitet werden mussten. Inhalte ist eben das Entscheidende. Hier mal die Quantität einfach als Eindruck, was auf einen zukommen kann. Qualität, so 1000 Kommentare, 10.000 Kommentare, sagt doch nichts, was dahinter steckt. Da können natürlich relevante Informationen für den Einsatz dahinter stecken. Da muss auf jeden Fall geklärt sein, wie ich die schnell weiterleite, an die richtige Stelle auch bringe. Was wir aus Praxiserfahrung auch im Austausch mit anderen Bundesländern wissen, gibt es auch Erfahrungswerte zu, dass es relativ interessant ist, dass eine Information, es dauert eine relativ kurze Zeitspanne, bis eine Information, eine einsatzrelevante Information, den Weg auf den eigenen Kanal gefunden hat. Das heißt, sie kann ursprünglich auf einem fremden Kanal gepostet worden sein von irgendeinem Nutzer. Der Moment oder die Zeitspanne, die es dauert, bis die bei mir auf meinem Kanal landet, ist relativ kurz. Also das Wettrennen zwischen, ich habe es woanders aufgeschnappt, auf einem anderen Kanal und auf dem eigenen Kanal schauen, das Wettrennen braucht man eventuell gar nicht eingehen. Oder ich spitze es mal zu, es kann wichtiger sein, lieber die eigenen Kanäle richtig gut im Auge behalten, als ein bisschen auf den eigenen Kanälen gucken und ein bisschen auf fremden Kanälen. Das kann bei der Einteilung der Ressourcen nicht ganz unwichtig sein. Und zweiter Punkt ist so ein bisschen in der Retrospektive, also rückblickend, stellt es sich dann nach dem Einsatz oft heraus, ach, ein nicht ganz so unwichtiger oder sogar ein entscheidender Hinweis war längst angekommen im eigenen System sozusagen als Ticket auf den eigenen Kanälen, aber ist dann möglicherweise in diesem Strom der Informationen zeitweise untergegangen. Das kann in der Bewertung im Nachhinein immer auch noch eine wichtige Rolle spielen. Wir haben Beispiele aus der Geschichte, wenn wir an den Amoklauf in München denken, wo sehr relevante, einsatzrelevante Informationen über die Social Media verfügbar waren. Und hier ist wichtig, auch relativ schnell am Puls dieser Meldung zu sein. Und hier kommen wir eigentlich in den Kernbereich. Botschaften senden, Fragen beantworten, der Kernbereich der Kommunikation und eines Community Management Teams. Wir haben eine hohe Erwartungshaltung der Community, dass wir auch entsprechend präsent dort sind, dass wir Fragen beantworten, die ganz naheliegend sind, komme ich zum Kindergarten durch, komme ich zur Schule durch, ist die Straße gesperrt, fahren die Züge. Die Handlungsanweisung, die wir dort geben können über die Kanäle, unterstützen unmittelbar das Einsatzhandeln. Also das hilft den Kolleginnen und Kollegen auf der Straße, wenn wir entsprechend konsequent und auch konsistent kommunizieren. Auch die hohe Schlagzahl, also verlässlich zu kommunizieren, entlastet beispielsweise auch in Teilen den Notruf oder andere Quellen, wo sich Leute sonst informieren würden. Deswegen ist dieser Bereich Botschaften senden, Dialogfähigkeit zeigen, einer der ganz entscheidenden Punkte. Und aus Perspektive des Kommunikators ist es natürlich für mich auch wichtig, über den Tellerrand zu schauen. Klar möchte ich wissen, was auf anderen Seiten stattfindet. Vielleicht schaffe ich es, über den Tellerrand zu schauen,
vor die Lage zu kommen, zu gucken, wenn sich medial was zusammenbraut. Das ist dieser Bereich Monitoring anderer Seiten und der Bereich Social Listening, zuhören, was so auf den anderen Kanälen läuft. Da werden wir, glaube ich, gleich auch was zu hören, welche Quellen uns unterhelfen, also offen zugängliche Quellen. Und wenn ich dann auch als Kommunikator Fake News und auch Falschmeldungen entkräften möchte, muss ich natürlich wissen, wo kommen sie her, wo liegt die Quelle. Und ich habe hier bewusst unterteilt in Fake News und Falschmeldungen, also bewusst, also mit einer Intention verbreitete Falschmeldungen sind natürlich nochmal schwieriger. Da stecken dann auch oft Ressourcen dahinter, sie nochmal mehr zu verfestigen. Und dieses Beispiel links, was Sie da sehen, ist einfach ein Beispiel für eine Perspektive. Also das unten die gemachten Fotos vor dir, das sind keine so beeindruckenden brennenden Barrikaden, wenn man halt das Bild dahinter kennt, wie es entstanden ist. Also hier im Wesentlichen als vertrauenswürdige Quelle dastehen und kommunizieren ist ein ganz wichtiges Element. Und ich schaue natürlich beim Tellerrand, gucke mir andere Kanäle an, um zu wissen, was auf den anderen Kanälen auch verbreitet wird. Und wenn ich Falschmeldungen entgegentrete, dann auf den eigenen Kanälen und sofern das möglich ist, würde ich das auch auf den anderen Kanälen machen, wenn ich die Möglichkeit habe, dazu zu kommentieren oder in ähnlicher Form auch zu agieren. Ich komme zum Schluss. Der Begriff Informationsflut, ist da eigentlich gut geeignet oder nicht? Insofern nicht so gut geeignet, weil ich kann nicht so richtig Vorsorge treffen, also Hochwasserschutz sozusagen betreiben. Ich muss mich, kann die Informationsflut nicht eindämmen. Ich muss mich darauf vorbereiten und die beste Vorbereitung an einzelnen Handlungspaketen habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben. Wie ich auch schon eingangs sagte, Auftragsklarheit durch Abgrenzung. Man kann nicht alles nebenbei machen, sondern es muss eine klare Zuteilung geben, worum ich mich kümmere. Ich muss einen realistischen Kräfteansatz dafür auch haben. Das ist dieses Nebenbei. Macht einer das mit? Funktioniert in der Einsatzlage dann überhaupt nicht. Spezialisten haben, also diejenigen, die Aufgabe haben, sollten eben durch, und das kommt ja auch mit dazu, Handlungssicherheit gewonnen haben durch Ausbildung und Übung. Best Practice hilft dabei, auch die eigene Leistungsfähigkeit zu überprüfen oder auch zu erweitern, den Horizont zu erweitern, zu schauen, wie andere arbeiten, und Durchhaltefähigkeit durch Reserven hatte ich auch angesprochen. Es ist eben auch aufreibend, wenn man eben, ich sag mal, einige Stunden in so einem Feld arbeitet und eine ganze Menge an Kommentaren beantworten muss, die auch vielleicht nicht immer wohlgesonnen sind. Das kommt auch noch dazu, aber auch die, also sowohl qualitativ als auch quantitativ eine Belastung darstellen können. Ja, das ist der kurze Parforce-Ritt durch diesen Bereich Kommunikation, also wie ich als jemand auf diesen Strom an Informationen schaue, als jemand, der eben damit auch nach außen hin kommunizieren muss. Das war der Impuls von mir. Ich gebe zurück an dich, Jan. Vielen herzlichen Dank, Dennis, für den sehr umfangreichen Impuls einmal zu den zu der Ausgangslage, zu der Beschreibung von Informationsflut und was möglichen Hochwasserschutz hier bieten kann. Die Metapher fand ich, ehrlich gesagt, sehr passend. Ich habe keine weiteren Fragen hier zumindest. Ich glaube, eine Handmeldung sehe ich. Genau, aber eine Handmeldung von Herrn Klaus-Uwe Hansen. Ja, ich habe mal eine Frage zu eben den angekündigten oder diesen erwähnten Fake News. Posten Sie bzw. gehen Sie in die Kommentare in diesen Fake News und korrigieren die dort mit einem Link auf Ihre eigene Seite, also die Seite der Landespolizei in dem Fall? Also wenn wir die Möglichkeit haben, würden wir das machen. Bei beispielsweise privaten Facebook-Profilen ist das oft ja nicht möglich, weil wir als Seite, also das kann man einstellen in seinen Privatsphäre-Einstellungen, das nicht zuzulassen, dass andere Seiten auf dem eigenen Profil kommentieren können. Wenn das möglich ist, zum Beispiel auch in Gruppen, wobei das müssten dann tatsächlich öffentlich zugängliche Gruppen sein, weil wir als Social-Media-Team uns nur in denen bewegen würden, würden wir das auch da machen. Und also es ist auf jeden Fall wirksam, weil sie da natürlich, es gibt eine ganze Menge stummer Mitleser und die würden durch die Kommentarseiten scrollen und wenn sie da drin stehen als verlässliche Quelle,
dann fangen Sie natürlich da oder dann bieten Sie da eine Gegenmeinung, eine Gegenposition und auch eine Information an. Also wenn es die Möglichkeit gibt, machen wir das, ja. Ich sehe keine weiteren Fragen sonst oder Handmeldungen zumindest zu den Impulsen von Jan-Ulla Tischer und Dennis Schneider. Das Schöne an dem Format, was wir für Sie ja heute vorbereitet haben, ist, dass wir uns nicht nur mit der allgemeinen Ausgangslage oder mit der veränderten Medienlage und damit Einsatzausgangslage für Sie auseinandersetzen wollen, sondern auch uns konkret anschauen wollen, welche konkreten operativen Einrichtungen das schon gibt oder Initiativen gibt, dieser Lage nun entgegenzutreten. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir eben jetzt in einem zweiten Block noch einmal herausstellen können, wie denn bereits schon in unterschiedlichen Beispielen, einmal im Einsatzbereich Polizei, aber auch einmal im Einsatzbereich Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, sprich beim THW, hiermit umgegangen werden kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier einige Anknüpfungspunkte finden, vor allen Dingen gerade zu den Hinweisen, die Dennis Schneider uns mitgeteilt hat, in Bezug auf Reserven schaffen, Spezialisten schaffen, Auftragsklarheit schaffen. Das sind vielleicht auch alles Punkte, die uns gleich hier in diesen Praxisbeispielen noch oder die wir dort wiederfinden werden oder vielleicht auch wiederfinden werden können. Ich begrüße recht herzlich daher jetzt als Impulsgeberin, um uns mitzunehmen in eher die praktische Komponente des Verhältnisses von Einsatzkommunikation und Social Media, Franziska Ludewig. Frau Ludewig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dort zuständig derzeit für drei unterschiedliche Projekte, einmal im Bereich Polizei in der offenen Gesellschaft, einmal im Vernetzungsprojekt Sentinel und auch im Projekt Migration und Sicherheit in der Stadt. Allerdings wird sie uns heute hauptsächlich etwas erzählen zum Thema Open Source Intelligence in den Einsatzleitstellen oder vielleicht der Frage, wie bekommt man Social Media Analysten oder Beobachter sozusagen in die Einsatzstellen. Ich übergebe recht gerne an Sie, Frau Ludewig, und wir freuen uns auf Ihren Impuls. Herzlichen Dank auch für die kurze Vorstellung. Genau. Die beiden Forschungsprojekte, in denen ich arbeite, waren richtig. Das Vernetzungsprojekt Sentinel ist leider schon vorbei. Nichtsdestotrotz ist es mein Herzensthema und deswegen freue ich mich auch, dass ich dazu heute Ihnen etwas vorstellen darf. Genau. Sentinel steht für Sicherheit im Einsatz durch Open Source Intelligence in Einsatzleitstellen und da vielleicht ganz kurz zu dem Begriff OSINT. Das steht eben für die Erkenntnisgewinnung aus frei zugänglichen, offenen Quellen. Und das ist es quasi, was wir im Rahmen des Forschungsprojektes uns angeschaut haben, das eben in der Leitstelle zu implementieren, da wo auch ein hohes Informationsbedürfnis in vielen Fällen vorliegt. Das Forschungsprojekt ging von Anfang 2018 bis etwa Ende 2019. Im Anschluss haben wir dann auch noch mal ein Vernetzungsprojekt für ein Jahr gemacht, wo wir gesagt haben, es wäre schön, eben die Themen noch weiter auszuführen und da eben auch tatsächlich eine Vernetzung zu schaffen. Im besten Fall dauerhaft. Das hat leider nicht funktioniert, aber ja. Zunächst war unsere Arbeitshypothese, dass bei einer Vielzahl von Einsatzlagen des täglichen Dienstes OSINT einsatzrelevante Informationen beitragen kann, die dann zur Eigensicherung dienen, die aber auch der Bevölkerung, also zum Schutz der Bevölkerung dienlich sind und eben eine professionellere Aufgabenbewältigung ermöglichen. Das heißt, wir haben uns mit dem Ausschnitt der Sofortlagen beschäftigt, in Abgrenzung eben auch zu den Bereichen Ermittlungen, wo sicherlich OSINT auch eine sehr große Rolle spielt und sehr wichtig ist, oder auch weitere Lagen, die dann eben eine besondere Auforganisation bedürfen, also größere Veranstaltungen oder eben größere Einsatzlagen. Also tatsächlich eben nur das, was eben dann auf der Leitstelle im ersten Moment aufploppt.
Unsere Praxispartner waren das PP Dortmund, das PP München und die Polizeidirektion Osnabrück. Und das Ganze wurde gefördert von der Stöllenberg-Stiftung. Die DHPOL hat dann quasi das Ganze wissenschaftlich begleitet und dann eben evaluiert. Und da habe ich jetzt auch gleich so unsere Erkenntnisse eben mitgebracht, aber auch dann, was noch nach dem Projekt passiert ist. So, hier nochmal visuell dargestellt, quasi die Projektidee. Jeder eingehende Notruf löst erstmal ein hohes Informationsbedürfnis aus und in der Regel wird dem Ganzen eben mit natürlich Fragen, Rückfragen an den Mitteiler, an die Mitteilerin begegnet und dann stehen die polizeilichen Systeme und Abfragesysteme zur Verfügung. Die Idee ist es, dass durch zusätzliche Informationen aus Social Media, aus dem Internet, möglichst noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ein abgerundetes Lagebild eigentlich schon erstellt werden kann. Dass die Einsatzkräfte möglichst Einsicherungshinweise schon im Vorfeld bekommen und eben ungefähr erahnen können, was sie erwartet. Das Ganze muss sich dann natürlich eben in den Prozessablauf der Einsatzbearbeitung in der Leitstelle integrieren. Und der sieht in der Regel ja so aus, dass nun mal ein Notruf eingeht, die Meldung aufgenommen wird, der Einsatz wird angelegt und ab dem Zeitpunkt können dann eben die sogenannten Intel Officer, das sind dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann eben O sind, in der Leitstelle abbilden. Ab dem Zeitpunkt können sie eben dann in die OSINT-Recherche gehen und im besten Fall, wie ich eben gerade schon sagte, den Einsatzkräften vor Eintreffen am Einsatzort bereits Informationen an die Hand geben. Aber in vielen Einsatzlagen ist es natürlich darüber hinaus auch noch relevant, Informationen dazu zu steuern. Und was das für Einsatzlagen sind, das werde ich gleich noch mal genauer zeigen. Das sind hier mal Bilder von den Arbeitsplätzen, die dann im Rahmen des Projektes aussahen. Hier links sieht man den Arbeitsplatz in Dortmund und rechts den Arbeitsplatz in München. Das sind erstmal Standardarbeitsplätze in der Leitstelle. Das heißt, da ist ein Einsatzleitrechner. Man kann eben alle eingehenden Einsätze mitlesen. Und das ist auch die Idee, dass der Intel Officer oder die Intel Officerin dann eben mitlesen und dann eben in die entsprechenden Einsätze reinschauen und dann eben aktiv werden. Und es gibt einen Standalone-Rechner, das heißt, der ist eben nicht mit den polizeilichen Systemen verknüpft, um dann eben im Internet eben entsprechende Recherchen vornehmen zu können, ohne auch so die IT-Sicherheit natürlich zu gefährden. Dann gibt es auch Smartphones, weil viele Apps erstmal nur in mobiler Anwendung funktionieren. Und ein Messenger, die meisten Polizeien haben inzwischen polizeiinterne Messenger, um dann eben auch mit den Einsatzkräften zu kommunizieren. Gerade wenn eben aktuelle Lichtbilder gefunden werden von gesuchten Personen beispielsweise, dann spielt es natürlich auch eine große Rolle, dass diese Informationen auch adäquat an die Streifen natürlich übermittelt werden können. Und von daher haben unsere drei Praxispartner eben auch diese Messenger-Möglichkeit gehabt und auch genutzt. Dann bedarf es natürlich Personal. Wir haben den Begriff der Intel Officer gewählt. Das ist in Anlehnung an den Intel Officern aus den Niederlanden. Da gibt es bereits seit 2012 dieses Personal in den Leitstellen und sogenannte Real-Time Intelligence Center. Das heißt, da werden seit 2012 in den Leitstellen alle eingehenden Notrufe bereits so bearbeitet, dass eben tatsächlich auch in Social Media geguckt wird, einsatzbegleitend, aber auch teilweise eben nach Einsätzen, ob eben entsprechende Reaktionen noch auftauchen oder entsprechende Hinweise vielleicht gegeben werden. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen aufgelistet, was für Fähigkeiten die Intel Officer vielleicht so mitbringen müssen. Tatsächlich sind OSINT-Recherchen vor allem eine manuelle, händische Angelegenheit. Das heißt, da gibt es jetzt keine Software,
die einen da jetzt großartig unterstützt, sondern in vielerlei Hinsicht geht man auf die betreffenden Plattformen, sei es jetzt Facebook, Instagram oder was eben vielfältig genutzt wird und sucht dann da tatsächlich händisch. Es gibt natürlich eine ganze Menge Tools im Internet, die einen dabei unterstützen können, die dann Recherchen ein bisschen abkürzen, Suchmaschinen, Personensuchmaschinen oder auch eben Suchoperatoren, die das Ganze vereinfachen. Das ist dann auch mit Techniken und Tools gemeint, dass man eben entsprechende Kenntnisse auch darüber hat. Und Medien und Kommunikation muss man natürlich im besten Fall auch sehr gut kennen. Man kann sich vorstellen, die Einsatzreaktionszeit ist eben nicht besonders lang, gerade im städtischen Gebiet. Im ländlichen ist es vielleicht mal etwas länger und auch natürlich ist es eine Frage, ja, was für ein Einsatz gerade, Einsatzaufkommen gerade ist oder was für einen Einsatz wir gerade vorliegen haben. Aber um eben zügig recherchieren zu können, ist es auch wichtig, eben tatsächlich Nutzerverhalten zu kennen, die Zielgruppen von bestimmten Plattformen zu kennen und zu wissen, dass eben, wenn ich jetzt nach einer 60-jährigen Frau suche, ich vielleicht eher bei Facebook schaue, während ich, wenn ich nach einer 16-jährigen Ausschau halte, dann vielleicht eher bei TikTok oder Instagram mal reinschaue. Dann natürlich die einsatztaktische Bewertung, also die zu wissen, was sind eigentlich jetzt hier einsatzrelevante Informationen, welche Informationen brauchen wir und helfen den Kollegen tatsächlich auf der Straße dann weiter. Und das sogenannte Sensing, ein Fingerspitzengefühl und auch eine Art Kreativität, weil natürlich nicht immer nur der Klarname einen weiterbringt, sondern manchmal muss man mit Spitznamen arbeiten, das ein oder andere mal ein bisschen verändern, um dann eben Informationen zu bekommen. Der Anspruch ist natürlich, dass man, wenn es relevante Informationen im Netz gibt, dass man die dann möglichst auch findet. Das heißt, ja, man kann eben, also alles im öffentlichen Bereich natürlich, aber wenn da eben Hinweise sind, wo sich eine vermisste Person aufhält oder wenn jemand einen Suizid angekündigt hat und da bei Social Media Informationen zu finden sind, dann sollten die möglichst auch von der Polizei gefunden werden. Und gleichzeitig sollten die Risiken der IT-Sicherheit minimal gehalten werden, deshalb auch der Standalone-Rechner. Und genauso verhält es sich eben mit Profilen. Das heißt, Einsatzbeamte oder in Leitstellen, sage ich mal, mit jungen Kollegen kennt man es auch, dass die eben sagen, ja, ich recherchiere dann mal oder ich gucke dann mal eben mit meinem privaten Profil. Kommt immer darauf an, in was für Einsatzlagen das natürlich man da unterwegs ist, aber es kann natürlich auch sein, dass man dann vielleicht zu viele Informationen als Polizeibeamter dann da auch preisgibt über sich und sein Leben, je nachdem, wie sein eigenes Profil dann auch ausgestaltet ist. Huch. Das springt hier irgendwie so komisch. Ich muss mal eine Sekunde. So, jetzt habe ich es wieder in die richtige Richtung. Während der Pilotphase haben Einsatzleitbeamtinnen und Einsatzleitbeamte die Aufgabe der Intel Officer übernommen. Das war einfach dem Projekt geschuldet. Es gab kein zusätzliches Personal. Man hat gesagt, man schult jetzt eben das bestehende Personal in OSINT und die führen das dann eben durch. Und auf diese Pilotphase beziehen sich jetzt auch die ersten Ergebnisse. Und nach dem Projekt, was danach kam, werde ich dann auch noch mit Ihnen teilen. Zu den Ergebnissen ganz kurz. Wir haben uns angeschaut, was für Einsatzanlässe sind das eigentlich, zu denen da dann recherchiert wird, zu denen dann eben weitere Informationen durch OSINT hinzugefügt werden. Und das sind in mehr als 50% der Fälle die drei Einsatzanlässe Suizidandrohung, vermisste Personen und Fälle häuslicher Gewalt. Das ist vielleicht insofern nicht überraschend, als dass das alles Einsatzanlässe sind, wo eben im ersten Moment auch schon ja, Namen vorhanden sind. In der Regel meldet man eine vermisste Person mit Namen, eine Suizidandrohung und auch die Nachbarn oder die Mitteilerinnen und Mitteiler von häuslicher Gewalt kennen in der Regel die Person, die da eben involviert sind. Und das sind immer ganz gute Ansatzpunkte eben für Recherchen. Aber darüber hinaus haben wir gesehen, dass wirklich alle Einsatzanlässe, die in Leitstellen auftauchen, auch wirklich Rechercheanlässe sein können.
Also alles, was unter andere fällt, da finden Sie wirklich das ganze Portfolio an Einsatzanlässen, was eine Leitstelle so zu bieten hat. Die waren jetzt nur kleiner als 2% und wurden deshalb jetzt hier zusammengefasst. Dann war für uns natürlich spannend zu schauen, wie lange dauert so eine Recherche. Und wir haben da einen Durchschnitt von 7 bis knapp 11 Minuten. Und diese Mittelwerte sind allerdings ja, verzerrt, weil es auch Einsatzanlässe gab, die sehr lange, sehr intensive Recherchen während der Projektphase ja, gebraucht haben. Also da wurden dann auch doch mal ein bisschen tiefergehend recherchiert, wenn eben doch herausragende Einsätze waren. Deshalb noch zwei weitere Lagemaße, der Median, der den mittleren Wert angibt. Das heißt, wenn man alles einmal in eine Reihe stellen würde, alle Zahlen, und da dann wirklich die Mitte rausnimmt, dann liegt man bei 3 bis 5 Minuten. Das heißt, das sind Werte oder Angaben, die jetzt eben ja, etwas weniger dann eben von den Ausreißern verzerrt sind. Und der Modus, das heißt, die häufigsten Recherchen, dauern eben unter 1 Minute bis 3 Minuten. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, man kann in sehr kurzer Zeit, und das fängt eben an mit einmal einen Namen in einer Suchmaschine eingeben oder dann eben auch tiefergehende Recherchen natürlich, kann man relativ zügig Informationen finden. Dann haben wir noch erhoben, was sind das für Informationen, die da gefunden werden durch OSINT. Das sind 51,6% der Fälle sind es Lichtbilder. Dann werden eben Kommunikationsmittel gefunden, Kontaktpersonen, Partner, aber eben auch Gefahrenmomente. Und in 23,26% der Fälle wurden keine Informationen gefunden, gab es keine Hinweise durch OSINT. Das heißt im Umkehrschluss aber, dass tatsächlich in mehr als 75% der Fälle tatsächlich Informationen hinzugefügt werden konnten. Und im nächsten Schritt war für uns natürlich auch relevant zu schauen, ja, was bringen diese Informationen eigentlich? Wie schätzen jetzt Einsatzkräfte diese Informationen ein? Und da haben wir eben noch eine Befragung angeschlossen, in den Fällen, wo jetzt Informationen hinzugefügt wurden und wo diese auch übermittelt wurden. Dort gaben die Einsatzkräfte an, dass eben 57,3% der erlangten Informationen erstmal relevant für den Einsatz waren. 55,6% der Einsatzkräfte haben angegeben, dass sich die OSINT-Informationen eben positiv auf die Eigensicherung ausgewirkt haben. 58 haben angegeben, dass die Informationen sich ja, für die Sicherheit Beteiligter im Einsatz relevant waren. Und 79,9 gaben an, dass die Informationen eben wichtig für die Lagebeurteilung waren. Also für uns ein klares Zeichen, dass die Informationen tatsächlich einen Mehrwert bringen. Neben den quantitativen Erhebungen haben wir uns auch die Rahmenbedingungen angeschaut. Man kann sagen, ja, wenn man eben etwas Neues implementiert in einer Leitstelle, kann man nicht einfach sagen, so, ihr macht jetzt OSINT und viel Spaß damit und alles wird gut. Sondern tatsächlich muss man verschiedene Ebenen auch noch betrachten. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht, dadurch, dass unsere Leitstellen das unterschiedlich umgesetzt haben, aber es auch in den Dienstschichten tatsächlich Unterschiede auch gab, einfach in der Menge der OSINT-Recherchen, aber auch in der Qualität. Und da haben wir festgestellt, eine Einflussebene ist natürlich der Intel Officer. Das heißt, da sind natürlich vielfältige Fortbildungen nötig und auch ja, in diesem dynamischen Feld, Social Media, Suchmaschinen, das Internet, da wandelt sich so viel, da muss man tatsächlich regelmäßige Fortbildungen anbieten. Dann im direkten Arbeitsumfeld kann man sagen, muss man natürlich für entsprechende Akzeptanz sorgen und da hilft sicherlich auch, wenn eben nicht bestehendes Personal diese Aufgabe übernimmt, sondern auch zusätzliches Personal gewonnen wird. Und die dann eben diese Aufgabe übernehmen können. Innerhalb der Leitstelle greife ich jetzt mal heraus den Aspekt der räumlichen Anbindung, dass eben ja,
der Intel-Officer eben auch vielleicht einen Platz mitten in der Leitstelle bekommt und da wirklich auch im Einsatz lebt, sage ich mal, mit den Einsatzdisponenten sich austauschen kann und vielleicht eben nicht in einem gesonderten Raum ist und um da dann halt eben ja, abgeschieden sozusagen von dem Rest der Leitstelle dann die Aufgaben zu übernehmen. Und die Organisation als Ganzes hat sich auch in vielfältiger Hinweise gezeigt, dass Social Media als Querschnittsaufgabe natürlich viele Schnittstellen innerhalb der Organisation hat und dass da auch andere Dienststellen deutliche Bedarfe haben und dass da eben geschaut werden muss, wie geht man jetzt mit diesen Schnittstellen eigentlich um. Ja, Ausgangspunkt war im Grunde die gesellschaftlichen Entwicklungen. Ich hatte eben gerade auch schon erwähnt, die sogenannten Real-Time Intelligence Center in der Polizei in den Niederlanden. Und das Forschungsprojekt Sentinel hatte im Grunde ja, zur Auswirkung, dass die Einsatzanalyse in Niedersachsen bereits 2019 implementiert wurde. Das heißt, da wurden dann eben Regierungsbeschäftigte angestellt. Und ich glaube, 2020 ist das jetzt flächendeckend in Niedersachsen so, dass wirklich alle Leitstellen Intel Officer haben, dass diese ja, den 24/7-Betrieb abdecken und da eben diese Aufgaben übernehmen. Wir haben im Rahmen des Vernetzungsprojektes, hatte ich auch kurz gesagt, eben nochmal versucht, das Thema ja, nochmal zu vernetzen, also die Entwicklung, die Erkenntnisse, die wir im Projekt gewonnen haben, aber die jetzt natürlich auch Niedersachsen gewonnen hat, zusammenzuführen, da eben auch dann für Austausch zu sorgen, dass man eben von den Erfahrungen profitiert. Und im Mai 2020 gab es auch einen Erlass in NRW. Hier wurden jetzt sogenannte gemeinsame Monitoring- und Kommunikationscenter eingerichtet und auch da arbeiten Intel Officer und übernehmen diese Aufgabe eben für die Leitstellen. Und als kleinen Ausblick vielleicht das, was wir im Rahmen von Sentinel betrachtet haben, ist zunächst mal die digitale Aufklärung, habe ich es jetzt hier genannt, also das zielgerichtete Beschaffen von einsatzrelevanten Informationen. Aber es gibt eben noch einige Aufgaben, einige Bausteine, die da noch hinzukommen könnten. Denkbar wäre natürlich auch Monitoring, also dass man eben das, was eben Herr, es fällt mir der Name gerade nicht mehr ein, mein Vorredner eben gerade auch erzählt hat, natürlich Stimmungsbilder vielleicht oder wenn eben besondere Anlässe sind, dann findet man natürlich auch zuallererst eventuell auch im Social Media und im Internet Informationen. Dann ist natürlich die digitale Kommunikation und hier für Leitstellen vor allem auch die digitale Erstkommunikation relevant. Man kennt es, in Leitstellen gibt es Erstsprecher. Das heißt, da wenn Täter, Opfer, Suizidenten beispielsweise in der Leitstelle anrufen, dann gibt es eben ausgebildete Erstsprecher, die dann mit dieser Situation umgehen können. Und das Ganze kann man natürlich auch aufs Digitale übertragen, sei es jetzt per Chat, per Video-Streaming und so weiter. Und was als weiterer Baustein im Rahmen des Projektes auch aufgeploppt ist, sind die Themen der Bestandsdaten und Notfallabfragen bei Telemedienanbietern. Das heißt, da verlässt man dann natürlich den Bereich von OSINT. Aber wenn eben Notfälle eintreffen, Gefahr für Leib und Leben besteht, dann besteht eben die Möglichkeit, auch Abfragen bei den Plattformbetreibern zu machen. Und so viel als kurzen Impuls von mir. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. So muss ich zulassen, Frau Ludewig. Hier gibt es keine weitere Rückfrage, aber Herr Böttcher schreibt, Stichwort Bedarfe. Ich kann das nur unterstreichen, mir liegt eine durchaus passende Anfrage der Veterinärbehörde vor. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Teil sich das jetzt in Ihrem Vortrag bezieht, aber Herr Böttcher, wenn Sie möchten, können Sie das vielleicht ganz kurz ausführen, wenn das eine direkte Frage ist zu den Ausführungen von Frau Ludewig. Ja, Frau Ludewig hatte darauf hingewiesen, dass auch andere Behörden als die Polizei Bedarfe haben und mit Anträgen kommen und das wollte ich unterstreichen.
Danke. Super. Ja, liegt da sozusagen auch eine Liste weiter vor, Stichwort weitere Bedarfe von anderen Behörden, die sozusagen entweder in den laufenden Projekten schon Bedarf angemeldet haben? Was wären das sozusagen neben den Veterinärbehörden noch? Also gibt es dazu auch eine Zahlenlage, eine Datengrundlage aus dem Pilotprojekt oder? Tatsächlich, die Kollegen aus der Polizeidirektion Osnabrück haben externe Anfragen gezählt. Ich kann Ihnen das jetzt nicht genau sagen. Diese externen Anfragen sind aber dann trotzdem innerpolizeilich. Das sind dann aber eben ermittelnde Dienststellen beispielsweise. Aber da kommt schon eine ganze Menge rein, sage ich mal. Aber so andere Behörden, andere BOS bisher eher nicht. Okay, sehr schön. Gibt es noch weitere Rückfragen von Ihrer Seite? Ich sehe hier zumindest Herr Schmal, das ist eine Handmeldung. Ist sie direkt zum Vortrag? Genau, die soll direkt zum Vortrag sein. Hallo Frau Ludewig, Markus Schmal, LPR 24 aus Schleswig-Holstein. Wir machen eigentlich Digitalfunk und da ich aber auch aus der Praxis komme, interessiere ich mich eigentlich nochmal für die Frage. Sie hatten eine Folie aufgelegt, in der die durchschnittliche Dauer dieser Bearbeitung einmal dargestellt wurde. Was mich vielleicht noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob Sie das mit untersucht haben, in wie viel der Fälle waren denn die ersteintreffenden Kollegen quasi mit dem Eintreffen im Einsatzort schon quasi so mit diesem Wissen ausgestattet? Ich erinnere mich an 79% in Ihrer Umfrage, dass die auch schon gut auf Eigensicherung eingehen konnten, dass sie alle einsatztaktischen Informationen hatten. Oder bezogen sich diese 79% auf den Gesamteinsatzablauf, dass quasi auch später eintreffende Kollegen dann damit beigetragen haben? Haben und quasi die Unterstützungskräfte diese Informationen dann mitgebracht haben, aber die ersteintreffenden Kollegen vielleicht dann auch darauf verzichten mussten, weil ich weiß, am Anfang hatten Sie auch dieses Spannungsfeld aufgezeigt, dass natürlich der Zeitraum vor allen Dingen im städtischen Bereich ja nicht allzu groß ist, wo man diese Informationen dann ermitteln und auch weitergeben kann. Ja, vielen Dank für die Frage. Das wäre ein total spannender Zusammenhang. Leider können wir das so nicht in Bezug zueinander setzen. Also wir haben ja diese, ich glaube, 55,6% der Einsatzkräfte waren es, die eben sagten, dass es eben für die Eigensicherung relevant war. Ich gehe mal davon aus, dass da in vielfacher Hinsicht tatsächlich dann das auch Kollegen waren, die das dann eben frühzeitig bekommen haben. Wenn man jetzt diese durchschnittlichen Recherchezeiten und die Einsatzreaktionszeiten nebeneinander legt, dann stellt man schon fest, dass das in etwa passt, also dass das hinkommt, gerade jetzt auch so die mittlere Dauer der Recherchen, das wäre jetzt auch so die Einsatzreaktionszeit in vielen Behörden. Okay, vielen Dank für die Antwort. Sehr schön. Wenn ich jetzt hier noch einmal kurz schauen, falls es keine weiteren Rückfragen direkt zum Impuls gibt. Wir kommen ja gleich auch noch zu einer größeren Diskussionsrunde, in dem wir die unterschiedlichen Impulse ja noch vernetzt diskutieren wollen. Kommen wir nun zu unserem letzten Impuls. Hierfür begrüßen wir recht herzlich Herrn Ralf Daniel. Herr Daniel ist Dozent an der Polizeiakademie in Niedersachsen und als solcher eben auch im Rang eines Polizeihauptkommissars in Niedersachsen tätig. Er ist allerdings bei uns heute hier nicht als als Polizist oder auch als Polizist dabei ist, aber er ist für uns, steht heute Rede und Antwort als stellvertretender Leiter des WOST, des THWs, des Virtual Operations Support Teams und berichtet über Lektionen aus dem Jahr 2021 und vielleicht auch darüber, wie das WOST eigentlich aufgestellt ist und welche Hintergrundgeschichte es dazu gibt. Herr Daniel, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Abend nochmal an alle und herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Das wird herausfordernd, weil meine Aufgabe ist ja quasi, einen so 90-Minuten-Vortrag in einen Impulsvortrag zu wandeln und das ganz viel wegzulassen. Und das fällt mir wahnsinnig schwer. Auf der anderen Seite ist es auch wieder leicht, weil Jan Müller-Tischer schon so eine Folie schon vorweggenommen hat, über die ich jetzt ein bisschen schneller rübergehen kann. Und so gibt es dann halt schon ein paar Redundanzen. Ganz kurz will ich mich auch noch mal ein bisschen intensiver vorstellen, damit Sie ein bisschen einschätzen können, warum ich so rede, wie ich rede.
Ja, natürlich. Also ich bin Polizeibeamter in Niedersachsen, das ist schon noch ziemlich lange. Ich habe aber auch einen nicht polizeilichen Gefahrenabwehrhintergrund, und zwar schon seit über 35 Jahren bin ich irgendwo im Bevölkerungsschutz unterwegs. Ich bin so quasi geborener Johanniter, war vor, was ich glaube ich auch vor 35 Jahren das erste Mal als Fachberater Betreuung in einem Katastrophenstab. Dann bin ich irgendwann aufs Dorf gezogen, in die Feuerwehr eingetreten, habe bei der Feuerwehr so eine kleine so eine mittelmäßige Karriere gemacht. Ich bin Rettungsassistent und halt wie gesagt, so Hans Dampf in allen Gassen, hätte man früher gesagt, breit aufgestellt, würde man das heute formulieren. Ja, und irgendwann bin ich halt auch beim Virtual Operation Support Team des THWs gelandet. Wie das gekommen ist, wäre nochmal ein abendfüllendes Programm, das will ich heute mal ausblenden. Nebenher bin ich auch noch im HVB-Stab im Landkreis Nymburk an der Weser, weil da komme ich auch her, also zentral in Niedersachsen an der Weser gelegen. Und in diesem Katastrophenstab arbeite ich jetzt auch als ehrenamtlich mit im Bereich S5 und beschäftige mich auch da mit Social Media Monitoring. Und nebenher mache ich auch noch ein bisschen bei MediLearn und Faktor Mensch, diesen Firmen in Kiel. Das hat auch was mit Aus- und Fortbildung zu tun. Zum einen halt, wenn es um Human Resources geht, und zum anderen halt die Aus- und Fortbildung von leitenden Notärzten und organisatorischen Leitern Rettungsdienst. Das ist so mein Steckenpferd. Das zu mir. Zum Thema. Rein organisatorisch, ich arbeite nicht mit dem Bildschirm teilen, sondern weil es ein paar Vorteile bringt mit der Variante, dass ich das Präsentationsbild hier einblende. Deswegen müssen Sie oben mal, wenn Sie das ein bisschen größer sehen wollen, in meinem Fenster, in meiner Kachel auf die drei Punkte gehen und da draufklicken und dann anklicken auf Bühne anzeigen. Dann müssen Sie mich in groß sehen. Okay, also Virtual Operation Support Team im THW, das ist das Thema. Und die erste Folie ist quasi, jetzt hängt mein Rechner, was ist denn hier los? Ach da, das ist genau die Folie, die halt Jan Müller-Tischer schon auch gezeigt hat. Aber ich will so mit ein bisschen einer anderen Perspektive beleuchten. Weil die Folie erklärt eigentlich die Idee von WOST schon ziemlich gut. Das Foto ist halt bekannt, dass halt dieser Flug, der halt über New York einen doppelten Triebwerksausfall hatte aufgrund von Vogelschlag. Der Pilot Sully hat den Vogel wunderbar gewassert auf dem Hudson River. Das Ganze im Januar, ist ziemlich kalt. Aber das Interessante eigentlich an diesem Bild, was halt von einem Twitterer gefertigt wurde und dann nach 4 Minuten nach der Notwasserung auch schon bei Twitter gepostet wurde, ist ja folgendes. Was für Informationen kann man dann aus diesem Bild erlangen? Und das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Die Information ist, der Vogel ist, also das Flugzeug ist intakt, es schwimmt. Menschen sind offensichtlich draußen und auf den ersten Blick scheint es denen gut zu gehen. Und dann stellt sich die Frage, diese wertvollen Informationen, wie bedeutsam sind sie für denjenigen, der halt in der Administration dieses Einsatzes, also ich weiß nicht, ob das jetzt Hafenbehörde New York, Feuerwehr New York oder Polizei New York managt, spielt auch keine Rolle, aber derjenige, der halt in dieser Administration ganz oben steht, wie wichtig sind die Informationen für ihn? Ich glaube, jeder, der sich halt so ein bisschen mit Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz beschäftigt, wird zu dem Ergebnis kommen, das sind ganz, ganz wertvolle Informationen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt die Information zu demjenigen, der sie braucht? Ein anderes Beispiel, habe ich jetzt extra keine Folie für gemacht, ist folgendes. Auch so 2010 im Nordwesten der USA gab es wieder mal große Waldbrände. Und da gab es auch folgendes, was sich da ereignet hat. Da haben Menschen bei Facebook gepostet, jetzt brennt das Haus meines Nachbarn. Wir stehen, meine Frau und ich, wir stehen im Garten, Stauch im Garten und versuchen unser Haus zu schützen. Auch da wieder die Frage, wie wichtig ist halt diese Information aus diesem Facebook-Post für die Feuerwehr? Auch offensichtlich, man weiß jetzt, wo das Feuer gerade ist und man weiß, es sind Menschen in Gefahr, die mich versuchen halt einen Gartenschlauch, vergleichsweise untaugliche Haus zu retten. Und genau solche Facebook-Posts wurden halt von digitalen Freiwilligen im Nordwesten der USA zunächst gefunden, gesammelt und hat der einsatzführenden Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Und in diesem Zusammenhang etablierte sich das erste Mal der Begriff Virtual Operation Support Team, also ein virtuelles Unterstützungsteam. Diese Idee verbreitete sich dann eigentlich so über die ganze Welt. Natürlich gibt es noch ein paar Lücken, dazu später mehr. Aber die Grundidee schwappte auch nach Deutschland über und da stellt man dann irgendwann fest, naja, also so digitale Freiwillige, also so Computer-Nerds, die keiner kennt, das würde, was überall auf der ganzen Welt funktioniert, in Deutschland gibt es da Schwierigkeiten, weil Behörden da doch irgendwie einen anderen Anspruch eigentlich so an
an den Informationsquellen haben. Und daraus erwuchs dann die Idee, dass halt das deutsche WOST, also die ersten digitalen Freiwilligen, die sich halt in Deutschland zusammengetan haben, dass die ja noch irgendwie so eine, ja, so, ja eine Organisation brauchen, die halt eine gute Reputation hat, die glaubwürdig ist, die bundesweit gut aufgestellt ist, und so kam man dann zum THW. Bevor ich dann ein bisschen weiter darauf eingehe, nochmal ein kurzer Aspekt, der vielleicht auch nochmal erwähnt werden soll. Das ist so ein Bild, ich glaube, es war eine Hochwasserkatastrophe Bangladesch. Und was kann man hieraus sehen? Hieraus kann man sehen, dass halt auch in der Krise Menschen Informationsquellen nutzen, die sie halt auch außerhalb der Krise nutzen. Das ist halt neben Fernsehen, Radio auch soziale Medien, um einfach Informationen zu bekommen. Und das wird auch in der Krise passieren, auch wenn es ein riesiger Aufwand ist, vielleicht den Strom für das Handy zu bekommen, aber das Medium wird weiterhin genutzt. Und auch das weiterhin wird auch über die Krise berichtet in den sozialen Medien vom Bürger, von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Nutzerinnen und Nutzern. Und daraus ergeben sich halt wieder Informationsquellen für den laufenden Einsatz eigentlich auch. Die Herausforderung bei Informationen aus sozialen Medien oder generell aus dem Internet ist ja folgendes eigentlich. Also wir haben wahnsinnig viele Quellen und man muss sich halt das als einen riesigen Datenstrom vorstellen. Also ne, Daten werden halt über das Netzwerk verteilt, und innerhalb dieses Datenstroms sind dann auch auf einmal relevante Informationen zu finden. Und die Herausforderung, die damit verbunden ist, sind also vier wesentliche Aspekte. Das allererste ist das Volumen, also das wahnsinnige Datenvolumen, was eigentlich kaum beherrschbar ist, weil es einfach so viel ist. Dazu noch die Geschwindigkeit, Velocity, mit der diese Daten generiert werden und halt verbreitet werden. Dazu kommt noch die Variety, also quasi die Varietät, also die Vielfalt der Datentypen. Das sind Fotos, das sind Texte, das sind Videos, auch in tausenden von verschiedenen Dateiformaten. Und als vierter Punkt natürlich auch noch die Veracity, das ist quasi die Glaubwürdigkeit der Daten. Man weiß ja auch nicht, ob das alles stimmt. Also diese vier Big Data Probleme, Herausforderungen, die muss man erstmal eigentlich bewältigen, um vernünftige, brauchbare Informationen zu generieren. So, kleiner Cut. Wie sieht es denn aus in unserer Lagedarstellung heute? Das betrifft halt sowohl die polizeiliche als auch die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr. Also wir haben die klassischen Informationsquellen, das sind so die Lagemeldungen von Einsatzkräften. Das ist halt etabliert, das gibt es schon seit dem Mittelalter. Das funktioniert auch. Dazu kommen Hinweise aus der Bevölkerung, aus Medien, auch Luftaufklärung ist nichts Neues. So ein Polizeihubschrauber fliegt schon öfter mal ein bisschen durch die Gegend und generiert Informationen. Also bei der Polizei heißt es Aufklärung, bei der Nicht-Polizei heißt es Erkundung. Meint dasselbe die Maßnahme zur Reduzierung von Informationsdefiziten. Und was jetzt neu dazu hinzukommt so langsam, sind halt Möglichkeiten der elektronischen Lagekartenführung. Das wird immer besser. Da gibt es auch viele Anbieter. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten, viele Chancen, aber es ist auch ein bisschen herausfordernd, weil auch wieder neue Probleme damit auftauchen. Dann gibt es halt Social Media. Ne? Da sind wir gerade mitten im Thema. Dazu aber noch weitere Informationsquellen, zum Beispiel das Thema Drohnen, also ne, UAV oder, also die haben ja in jeder BOS halt eine andere Bezeichnung, aber Drohne versteht jeder. Ne? Also Luftaufklärung durch Drohnen. Und zukünftig entwickelt sich da auch noch ganz viel. Ne? Wir haben Chancen, auch live auf datenkritischer Infrastruktur möglicherweise zuzugreifen. Das ist übrigens das, was man halt in diesen ganzen amerikanischen Spielfilmen immer so sieht. Ne? Wenn da quasi auf großen Monitoren dann gezeigt wird, ne, wie halt die Netzlast des Atomkraftwerks in roten Bereich dreht, oder wie halt ein Stausee auf einmal plötzlich abgelassen wird, oder wie halt in New York sämtliche Ampeln gleichzeitig auf grün geschaltet werden. Das ist damit gemeint. Das ist technisch möglich und gehört eigentlich auch letztendlich mit in ein Lagebild rein. Dazu noch die Option, halt künstliche Intelligenz einzubauen oder zu nutzen, zum Beispiel, um halt diese großen Herausforderungen dieser immensen Datenströme Herr zu werden. Auch dazu gibt es auch heutzutage schon vernünftige Softwarelösungen, die halt auf KI aufbauen. Ziel des Ganzen ist halt letztendlich auch zukünftig ein sogenanntes 360-Grad-Lagebild zu erhalten. Ein Begriff, den der BBK-Präsident erst vor einem halben Jahr verwendet hat und der eigentlich so alles auf den Punkt bringt.
Gut. Ja, jetzt kommen wir zum technischen Hilfswerk. Also 2017 etwa haben sich halt diese etwa 20 verrückten Nerds aus Deutschland zusammengetan und hatten erste Gespräche auch schon ein bisschen vorher mit dem THW geführt, weil das THW auch in sich auch digitaler werden wollte und sich auch ein bisschen für die Zukunft ein bisschen besser aufstellen wollte. Und so wurde quasi das Thema Virtual Operations Support Team innerhalb des THWs als Projekt gestartet. Das war 2017 der Start mit dem ersten großen Einsatz, der Grand Départ der Tour de France in Düsseldorf. Und dazu wurden es immer mehr, immer wiederkehrende Einsätze. Die Einsatzzahl wurde mehr, die Helferzahl wurde immer mehr. Dazu gleich noch eine extra Folie. Also ganz, ganz gut funktioniert, und wer natürlich das THW so ein bisschen kennt, ich glaube, der ein oder andere Zuhörer heute Abend kennt das THW, weiß auch, dass man halt nicht innerhalb von einem halben Jahr sowas völlig innerhalb des THWs etablieren kann, sondern da muss man viele dicke Bretter bohren, und nicht umsonst hat das THW auch eine eigene Zeitrechnung erfunden, nämlich einen Bon für den Zeitraum von 3 bis 5 Jahren, und alles, was gut werden soll, dauert mindestens einen Bon. Wir als THW in Deutschland, dem WOST des THWs in Deutschland, haben jetzt auch quasi die Rolle eingenommen, dass wir Deutschland im weltweiten und europäischen Verbund der Virtual Operations Support Teams repräsentieren. Man kann auf dieser Karte sehen, wo es halt WOSTs überall gibt auf der Welt. Also Nordamerika ist gut vertreten, Südamerika wird immer stärker, Europa sowieso, Afrika und Asien und auch Russland, also quasi die ehemalige Sowjetunion, sind hier auf der Karte halt noch graue Flecken. Das heißt nicht, dass das dort nicht gemacht wird, aber ich vermute mal eher, dass es halt dort halt nicht im Bereich des zivilen Bevölkerungsschutzes passiert, sondern dass es schon alles andere als zivil ist und dann sehr staatlich kontrolliert ist. Innerhalb von Spanien beispielsweise kann man auf dieser Karte auch erkennen, dass halt quasi jede Provinz in Spanien ein eigenes WOST hat und so quasi ein Dach-WOST dann halt für ganz Spanien. Und in Deutschland gibt es auch kleinere WOSTs. Es gibt gar nicht weit weg von Schleswig-Holstein das WOST Hamburg, ne, was halt von der Berufsfeuerwehr betrieben wird. Es gibt das WOST in Baden-Württemberg, was beim Innenministerium angesiedelt ist. Also wir sagen immer scherzhaft zu denen WOSCHT, weil mit dem Hochdeutsch haben sie es da unten ja nicht so sehr. Und dann gibt es auch noch kleinere WOSTs auf kommunaler Ebene, beispielsweise in Bad Kreuznach oder in Mülheim an der Ruhr. Also da sagen wir dann scherzhaft schon Wöstchen dazu, aber die Grundidee ist völlig identisch. Die Art und Weise, wie halt wir arbeiten, ist auch ganz im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Ein paar Nuancen gibt es. Und so ist quasi die Idee, dass sich halt dieser WOS-Gedanke auch noch weiter verbreitet und es zukünftig immer mehr wird. Wie sind wir jetzt aufgestellt? Noch mal ganz kurz zu unserer Organisation. Also wir haben eine Koordinatorengruppe, wo sich sämtliche Führungskräfte drin befinden. Hier stehen noch mal für die Namen, den einen oder anderen kennt man vielleicht. Und speziell Jan Müller-Tischer als unseren Menschen für die Öffentlichkeitsarbeit im THW Slangbö, also Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, an seiner Seite noch Daniel Schippers. Und wir haben uns mittlerweile so fertig gegliedert, dass wir quasi zwei Gruppen haben. Die eine Gruppe kümmert sich schwerpunktmäßig um die digitale Lageerkundung und auch das Verifizieren der Informationen, auch ein bisschen das Georeferenzieren der Informationen, um dann mit dieser Georeferenzierung der anderen Gruppe, nämlich dann die Gruppe digitale Lagekartierung, zuzuarbeiten, die das Ganze dann quasi auf einer Karte verortet, anschaulich macht, visualisiert, und Karte ist nur so quasi die erste Stufe. Wir arbeiten mittlerweile schon lieber mit Dashboards, und wir arbeiten auch mittlerweile mit einer sehr guten Software, die auch jeder von euch von Ihnen kennt. Das ist halt die Software von der Firma Esri, also ArcGIS, das Corona-Dashboard des RKIs oder der Johns Hopkins Universität dürfte bekannt sein. Das ist genau die Software, mit der wir heute auch arbeiten. Und das funktioniert ziemlich gut. Ja, das sind wir. Das sind ein Ausschnitt. Wir arbeiten halt nur digital über ganz Deutschland verteilt. Also wir haben es immer noch nicht geschafft, uns mal wirklich physisch zu treffen. Das war halt für Ende November geplant. Corona-bedingt mussten wir das wieder absagen, mit sehr schwerem Herzen. Aber es ging halt nicht anders. Das heißt, wir haben halt quasi
Ja, eine 100% digitale Struktur. Der Vorteil ist natürlich auch, dass bei uns halt durch Corona nicht ein einziger Übungsdienst, nicht ein einziger Einsatz irgendwie eingeschränkt oder ausgefallen ist. Also von daher, das ist halt der Vorteil von unserer digitalen Aufstellung. Was wir mitbringen, also wir kommen halt aus ganz Deutschland und wir haben wahnsinnig viel, also wir sind sehr heterogen, wir bringen sehr viel unterschiedliche Expertise mit. Also wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Big Data Auswertung, Social Media Monitoring, Analyse, wir bringen da Expertisen mit. Wir haben Experten halt auch für Geoinformationssysteme, die halt das auch beruflich machen beispielsweise. Wir haben Leute, die sich halt mit Krisenkommunikation auskennen, einen davon haben wir heute Abend schon gehört. Wir haben OSINT-Expertinnen und Experten, eine haben wir heute Abend schon gehört. Also von daher, das ist halt wirklich ein wahnsinnig vielfältiger Kreis von Menschen. IT-Sicherheit kennen wir uns aus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben auch das Thema psychosoziale Bedarfe mit auf dem Schirm. Das ist übrigens nur eine kleine Randbemerkung, vielleicht auch ein eigenes Thema für eine eigene Veranstaltung. Also die psychosozialen Bedarfe von Einsatzkräften oder was, das hat man schon mittlerweile auf dem Schirm, von Bevölkerung auch. Aber was halt noch ein Zukunftsfeld ist, ist halt das Erkennen von psychosozialen Bedarfen aus Social Media Posts zum Beispiel. Ne? Wenn halt Menschen einfach posten, sie haben Angst, ne? und sie haben Panik oder sie vermissen wen und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Das ist genau noch das ist ein Zukunftsthema eigentlich, was wir auch so ein bisschen auf dem Schirm haben, weil wir auch da einen ziemlich guten Experten im Team haben. Ja, und auch das Thema Analysefähigkeiten, auch gerade bei Desinformation, auch da Kompetenzen entwickelt zu haben, wie man halt Fake News wirklich schnell erkennt, identifiziert und das auch wirklich mit Fakten hinterlegt. Hier nochmal quasi unser Ursprung. Also wir sind zwar jetzt alle formell im THW, aber wir haben alle einen unterschiedlichen Hintergrund. Ein gutes Drittel von uns kommt halt aus dem THW und zwei Drittel haben andere Wurzeln. Die kommen halt beispielsweise aus der Feuerwehr, aus anderen Hilfsorganisationen, aus der Polizei. Und auch vor allen Dingen auch aus dem Bereich des wissenschaftlichen Kontextes. Das sind alles so Wissenschaftler, die sich halt mit Bevölkerungsschutz und Disaster Management und wie es alles heißt, beschäftigen. Also quasi die halt auch das Ganze sehr forschend begleiten. Auch nochmal ein kurzer Nebensatz wert, dass halt das Thema Virtual Operation Support Team auch im politischen Raum gerade an Bedeutung gewinnt, also quasi noch vor dem Koalitionsvertrag. Gab es schon Positionspapiere von den Grünen beispielsweise, wo halt das Thema explizit genannt wurde und als ausbaufähig erachtet wurde, aber gleichermaßen auch von der FDP oder zum Beispiel hier nochmal ein Beispiel in einem Strategiepapier des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen, die halt auch genau das Thema aufgegriffen haben, gesagt, da muss was passieren, das muss halt besser werden. Wir sind halt auch international und halt im ganzen wissenschaftlichen Kontext sehr vernetzt, weil das Thema wird auch schon beforscht und das wird natürlich auch daran deutlich, dass ich in einer nächsten Folie jetzt auch mal zeigen werde, nein, hier noch nicht, das ist nochmal ganz kurz unser WOST-Treffen gewesen, wo halt sämtliche Führungskräfte von Virtual Operation Support Teams aus Deutschland, wir haben uns extrem knapp vor Corona, Anfang Februar letzten Jahres nochmal getroffen und uns vernetzt. Das heißt also, wir sind halt auch wirklich auf der Arbeitsebene, arbeiten wir eng miteinander zusammen. So haben wir auch beispielsweise jetzt im Hochwassereinsatz in Rheinland-Pfalz koordinierend andere WOSTs, zum Beispiel das WOST Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Das ist eine Auswahl von Einsätzen des letzten Jahres alleine. Dazu möchte ich nur Folgendes hervorheben. Also wir arbeiten sowohl für Polizeien als auch für nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr. Da könnte man erstmal kurz die Frage stellen, ja, warum denn jetzt für Polizei? Das ist einfach darin begründet, dass halt nicht jedes Bundesland schon so weit ist, wie beispielsweise Niedersachsen, was Franziska Ludwig auch gerade vorgestellt hat, die ja nach dem Sentinel-Projekt jetzt auch schon einen Schritt weitergegangen sind und auch für Großlagen ihre eigenen Intel-Officer auch vernetzt haben. Also für andere Polizeien sind wir halt als THW genauso tätig, wie wenn halt das THW bei einer Großkontrolle das Licht anmacht auf dem Parkplatz. Also im Rahmen der Amtshilfe werden wir halt auch für die tätig. Und die großen Einsätze, die wir im letzten Jahr bewältigt haben, war halt der Tag der Deutschen Einheit, dieses Jahr halt in Halle gewesen. Aber das ist auch so ein mittlerweile ein Dauerbrenner eigentlich, weil dieses Ereignis Tag der Deutschen Einheit ja so aus polizeilicher Sicht ein sehr, sehr, ja auch ein sehr heterogener Einsatz ist.
Zum einen gibt es halt grundsätzlich so eine Bevölkerungsveranstaltung, also einen großen Veranstaltungsteil mit ein bisschen Happening, fast Festivalcharakter, zumindest außerhalb von Corona. Dazu kommen halt Protokollveranstaltungen, wo halt sämtliche Verfassungsorgane und Staatsgäste anwesend sind mit einem großen Gefahrenpotenzial. Und dazu halt immer wieder traditionell auch große Versammlungslagen, Demonstrationslagen, die halt auch sehr viel Informationsbedarf aus sozialen Medien mit einherbringen. Und wir machen das jetzt schon ein bisschen länger. Wir waren 2018 in Berlin mit dabei, wir waren 2019 in Kiel, ne? Also von daher auch bei euch da oben im Einsatz. 2020 in Potsdam und jetzt halt, wie gesagt, in Halle. Dazu haben wir auch für die Polizei Niedersachsen, für die Polizeidirektion Oldenburg den Nukleartransport 2020 begleitet. Das ist einer der größten Polizeieinsätze in den letzten Jahren. Der ging aber ein bisschen unterm Radar durch, was auch durchaus beabsichtigt war. Der ging halt von Norden Hamm bis nach Biblis auf der Schiene, also richtiger Castor-Transport, den man früher auch kannte, aber halt diesmal mit relativ wenig Aufmerksamkeit. Und dazu halt natürlich auch diese Einsätze wie halt das Hochwasser. Und dazu will ich gleich nochmal exemplarisch den heraussuchen, weil man da ganz gut unsere Arbeitsweise nochmal festmachen kann. Also wir waren halt, bevor wir halt für ganz Deutschland quasi in Bonn eingesetzt waren, waren wir zuvor 2 Tage in Wuppertal eingesetzt. Anforderer war die Berufsfeuerwehr Wuppertal, die das Ganze halt geführt hat, zum einen halt aus der TEL heraus, also quasi der operative Teil, und eine Etage drüber war halt der Krisenstab der Stadt. Wir waren halt vor Ort mit technischen Beratern, um halt quasi die Informationen direkt einzubringen in den Krisenstab und dort auch beraten zu können. Deswegen heißt es auch technischer Berater. Und die wesentlichen Schwerpunkte waren halt Schäden halt zu detektieren, was die Hochwasserlage angeht, auch hilflose Personen, Menschen in Gefahr, auch psychosoziale Bedarfe, das hatte ich vorhin schon angesprochen, und Spontanhelfer. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jan Müller-Tischer hat es vorhin auch so ein bisschen angedeutet. Ein Thema, was halt im Bevölkerungsschutz zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und hier konnte man es eigentlich auch ziemlich deutlich sehen, dass es auch wirklich der Fall ist. Also wir haben digital die Lage erkundet, Social-Media-Analysen betrieben, wir haben mal relevante Posts gefunden, die halt auch dem Stab geholfen haben, und man muss sich vorstellen, der Stab sitzt irgendwo im Keller und kann nicht aus dem Fenster gucken. Also das ist quasi auch ein Bild halt der Lage von draußen, wie halt die Situation aussieht, und dazu kam dann auch wirklich irgendwann auch immer mehr Hilfsangebote von Menschen, die helfen wollten. Aber auch Verunsicherungen, auch Menschen zum Beispiel, die, also Angehörige sagen, mein Mann ist jetzt hier im Hochwassereinsatz fürs THW oder für die Feuerwehr, ich kann den nicht erreichen, ich mache mir Sorgen. Solche Sachen, auf die man reagieren musste. Ja, und dann halt die Frage halt nach Spontanhelfern. Und während halt der Stab so in der Anfangsphase das Thema immer so ein bisschen beiseite gerückt hat, ja, da können wir uns jetzt gerade nicht drum kümmern, wir haben Wichtigeres zu tun, kam dann irgendwann mal so die Erkenntnis, jetzt müssen wir was tun, und siehe da, da stellte sich halt raus, dass eine THW-Helferin aus Wuppertal im Rahmen eines Forschungsprojektes quasi ihre Dissertation 2 Jahre lang betrieben hat mit dem Thema Einbindung von Spontanhelfern. Die hatte in einem Projekt auch mit der Berufsfeuerwehr Wuppertal schon sehr viel Vorbereitung gemacht. Also die haben einen Abrollbehälter Spontanhelfer schon fertig da gehabt, wo halt 120 Paar Sicherheitsschuhe, 120 Helme, 120 Paar Handschuhe drauf waren. Und das muss halt nur noch umgesetzt werden, diese Planung, die halt schon längerer Zeit beherrscht wurden. Das Ergebnis war, dass sich dann so etwa 80 Spontanhelfer dann halt versammelt haben und Sandsäcke gefüllt haben, die auch wirklich gebraucht wurden. Und so wurden die halt quasi halt betreut von, weiß ich, maximal einer Hand von THWlern und haben halt sehr wertvolle Arbeit geleistet. Ohne dass halt die viel spezieller ausgebildeten THW-Helferinnen das machen mussten, die ja an anderer Stelle halt ihre Expertise noch besser einbringen konnten. Jetzt mal zurück wieder zum Social Media Monitoring. Das sind übrigens die Themen, und das ist auch ganz gut, dass wir halt auch so wissenschaftlich vernetzt sind. Also wir haben immer wieder irgendwelche Studenten aus der Universität Wuppertal beispielsweise, die halt ihre Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreiben wollen und uns auch helfen, unsere Daten aufzubereiten. Und das ist hier ein Ergebnis, zum Beispiel die Kategorisierung der Stichworte quasi, also der Themen, die halt in sozialen Medien eine Rolle spielen. Und man sieht hier, dass halt das Thema Spontanhelfende das bedeutsamste Thema war.
Dazu aber auch noch das Thema Warnung und Sirene beispielsweise. Nur am Rande, Wuppertal hat das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg nachts die Sirene ausgelöst, um die Bevölkerung zu warnen. Das führte dazu, dass halt sehr viel Verunsicherung da war und in den sozialen Medien gefragt wurde, ich habe die Sirene gehört, was soll ich denn machen? Hinzu kam noch, dass halt die öffentlich-rechtlichen Medien ihren Auftrag, ihren gesetzlichen Auftrag auch nicht richtig erfüllt haben, um dann halt die Gewarnten dann auch zu informieren. Aber das ist doch wieder ein anderes Thema. Und hier nochmal, dann soll es aber auch gut sein mit komplexen wissenschaftlichen Themen. Das sieht vielleicht ein bisschen wirr aus, aber es erklärt sich ziemlich schnell. Das sind halt nochmal die Themen nach Zeiten sortiert. Na, und man kann halt erkennen, dass halt der Bereich Warnung, das ist das Dunkelrote, so in der Nacht eine große Rolle gespielt hat. Auch das Thema überflutete Verkehrswege, das ist Dunkelblaue. Während dann halt quasi am Folgetag, am 15. Juni, das Thema Spontanhelfende, das ist der blaue Bereich, immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Auch da kann man mal sehen, also wie sich halt auch so die Themen verändern im Laufe eines Einsatzes, die sich halt im Netz halt abspielen. Hier gehe ich mal ein bisschen schneller drüber, das sind unsere Informationsprodukte, die Zeit ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen und dann bin ich auch durch. Also wir haben mittlerweile eigentlich eine Situation, wo sich halt quasi durch diese sozialen Medien die Ausgangssituation zur Lageeinschätzung gravierend verändert hat. Und man muss halt das auch entsprechend nutzen und nicht einfach nur ignorieren. Diese neuen Datenquellen, das ist sehr herausfordernd für uns, weil halt, das haben wir gehört, es sehr, sehr viel, sehr komplex ist. Man muss halt sehr viel Arbeit auch reinstecken, die wichtigen Informationen daraus zu generieren. Aber es ist halt eine wahnsinnig tolle Chance, halt neue zusätzliche Informationen für die Lage zu bekommen. Und die Erkenntnis sollte auch sein, dass halt Virtual Operation Support Teams, so wie wir das halt machen, aber so wie es auch viele andere machen, dass da diese Konstruktion, diese Idee helfen kann, halt die Fähigkeiten des Menschen und der Maschine, der KI, das zu kombinieren, um den Datenstrom halt nutzbar zu machen. Das ist die Idee. So, wer jetzt von dem Thema total angefixt ist, dem empfehle ich mal auch das Thema zu googeln. Wenn man WOS.de eingibt, dann kommt man zum Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter. Das sind wir nicht. Ne? Also wir haben keine Kompetenzen, wenn es um die Besamung von irgendwelchen tollen Kühen geht. Also ich glaube es nicht, so also keiner von uns, glaube ich. Sondern findet man halt bei Twitter unter WOS_.de oder bei Facebook unter WOS.de. Wenn noch Fragen sind, jetzt bitte Feuer frei. Vielen herzlichen Dank, Herr Daniel, für den doch kurzweiligen Vortrag. Ich fand das auf jeden Fall sehr spannend. Mit Blick auf den Chat habe ich dort nicht direkt etwas, aber Herr Hansen hatte sich auf jeden Fall schon gemeldet per Handzeichen. Ja, und zwar habe ich gleich zwei Fragen. Das erste ist, innerhalb des WOS-Teams, wie wird entschieden, was für Einsatzkräfte jetzt eine relevante Information ist? Ist da auch, ich bin nur selber Zugführer beim THW, sitzt da auch ein echter Praktiker mit, der sagt, und das ist ganz wichtig, das muss noch da vorne, das müssen die wissen? Das ist die eine Frage. Und meine zweite Frage ist im Endeffekt. Darf ich die erste Frage gleich beantworten, weil das habe ich wieder vergessen, wenn ich die zweite Frage gehört habe. Ja. Um es schnell zu machen. Also wir bringen, das habe ich ja auch versucht darzustellen, jeder von uns bringt halt Expertise halt aus irgendeiner BOS mit. Also wir haben, fast jeder von uns hat so eine Führungsausbildung im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Also wir kommen halt alle quasi auch von draußen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir dass uns das völlig fremd wäre. Und von daher, daraus resultiert das eigentlich. Und dass wir natürlich auch sehr gut miteinander vernetzt sind. Wenn es so mal so tricky ist, wo wir nicht so ganz sicher sind oder sowas, wir kommunizieren ja ständig miteinander. Also quasi so im Einsatz, da haben wir halt einen Channel offen, wo wir halt uns sehen können, uns hören können und im Austausch dann quasi halt genau solche Detailfragen auch bewerten. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, die Anforderungen des WOS-Teams, jetzt habe ich da in der Auflistung unter anderem gelesen, den UV Flensburg, also dass selbst ein Ortsverband das WOS-Team anfordert. Gibt es da Mindestlagen, die ich haben muss? Wie ist da der offizielle Weg? Wer entscheidet, wann es sinnig ist, das WOS einzuschalten oder eben nicht? Also das ist auch eine sehr gute Frage, sonst hätte ich es auch vergessen zu erzählen. Also erstmal die Größenordnung, wo wir eingesetzt werden
oder wo wir, ja, das sollte so mindestens grundsätzlich eine stabsmäßige Führung sein. Dieser Ansatz in Flensburg, der war halt so ein bisschen darunter, aber halt, weil er halt eine besondere Relevanz oder ja, für das THW hatte. Ansonsten ist so quasi stabsmäßige Führung ist das eine. Die Anforderung ist halt, wie man halt THW immer anfordert, ne? Quasi halt über Regionalstelle, Landesverband und dann halt über das Bereitschaftshandy E1 oder mittlerweile heißen die ja E11 in Bonn. Das ist der formelle Weg. Der informelle Weg ist mindestens genauso wichtig. Und das ist halt quasi eine E-Mail an wost-einsatz@thrw.de, wo man quasi dann im Dialog also Anforderer und einer von uns dann quasi eine gemeinsame Lagebeurteilung macht. Macht es Sinn, ein WOST einzusetzen? Wenn ja, wie? Welche Größenordnung? Und dass man quasi das, während halt der offizielle Weg so im Hintergrund läuft, dass wir das schon mal dann vorher abkaspern können. Und das funktioniert eigentlich. Also es hat sich bisher so etabliert und da sind wir immer gut mitgefahren. Und zu unserer Reaktionszeit muss man auch sagen, also jetzt klingt jetzt ein bisschen, ich hau mal ein bisschen auf die Kacke, aber so nach 10 Minuten sind wir einsatzbereit, ne? Weil wir müssen ja nirgendwo hinfahren, ne? Wir müssen einfach nur den Rechner anmachen oder den Laptop aufklappen und dann kann es losgehen. Dann sprechen wir uns noch ein bisschen ab, wer sich schwerpunktmäßig worum kümmert, und nach einer halben Stunde haben wir die ersten Ergebnisse. Und wann halt unser technischer Berater vor Ort ist, das ist quasi ein Wegzeitproblem, ne? Wer ist das nicht? Alles klar, vielen Dank. Bitte. Ja, mit Blick auf weitere Fragen direkt zu diesem Impuls sehe ich keine weiteren Handzeichen. Und dann würde ich jetzt nach den Impulsen übergeben in der Diskussion an Dennis und Mythi für den offenen Austausch und auch die daraus sich ergebenden Fragen für die entsprechende Moderation. Ja, Dennis, hast du schon ordentlich Notizen gemacht jetzt von Franziska für euch? Und haben vielleicht andere, können wir gleich mal fragen, von den BOS ordentlich Notizen gemacht von dem, was Ralf Daniel gesagt hat? Oder wie sieht es bei dir aus? Hast du schon das auf die Wunschliste gesetzt für Weihnachten, dass du das auch haben willst für Schleswig-Holstein? Ja, praktische Informationen finde ich immer klasse, ne? Also Ideen mitzunehmen, was man so an Tools vielleicht benutzen kann. Und da habe ich mir tatsächlich auch ein paar Notizen gemacht und so ein bisschen über den Horizont zu blicken, fand ich auch klasse. In welche Richtung kann es sich noch entwickeln? Und tatsächlich, das wäre so ein bisschen meine Frage auch. Wir sprechen, haben jetzt heute viel, also das sage ich auch wieder aus dieser Rolle als Kommunikator, über Social Media Networks gesprochen, Facebook, Twitter, Instagram viel mal als Stichwort. Interessant wäre da nochmal zu gucken, was entwickelt sich noch? Also was könnte noch relevant werden? TikTok ist so ein Kanal, der sehr, sehr viel genutzt wird, aber ist der auch relevant? Das wäre jetzt die Frage auch an die Auswerter. Kann man da auch reinschauen und Informationen gewinnen? Und aus Sicht des Kommunikators, und das Stichwort fiel ja eben bei Ralf Daniel auch, Warnung nach dem doch nicht so gut gelaufenen Warntag und jetzt auch der Hochwasserkatastrophe nochmal, kam ja das Thema Cell Broadcast relativ weit nach vorne. Und das finde ich natürlich auch spannend als jemand, der eben ansonsten in der Kommunikation auf Tools angewiesen ist, die ja mit einem Algorithmus arbeiten, wo man nie weiß, wann kommt die Message bei den Leuten an. Es ist immer ärgerlich, dass die Warnung dann doch mehr verbreitet wird als die Entwarnung, einfach weil es eben aufgrund des Nutzungsverhaltens eben so läuft. Also das wäre für mich immer interessant. Was sehen wir am Horizont für Tools? Was kommt, worauf müssen wir uns einstellen? Und das zweite eben Cell Broadcast. Ist das tatsächlich eine, wie ich finde, ja recht naheliegende Variante, die eben aus meiner Sicht auch deutlich besser ist als eine Warn-App, auf die Handys zu gehen bei den Leuten, die sie eh schon in der Tasche haben? Na, dieses Cell Broadcast wird ja kommen, ne? Da haben sie lange gezögert. Jetzt kommt sie dann doch, nachdem es nun schief gelaufen war. Aber man muss bei diesen ganzen Warngeschichten natürlich sagen, auch bei Nina und den anderen Warn-Apps, es ist immer eine Einbahnstraße. Ne? Also es ist immer, du gibst was raus. Zum Beispiel bei Nina ist ganz interessant, es gibt so ein Nina Helpdesk. Der ist eigentlich dafür gedacht, wenn du die App nicht auf dein Handy kriegst. Die kriegen aber die Anrufe, wenn irgendwo gewarnt wird und müssen da oder versuchen, denen dann auch weiterzuhelfen, was natürlich nicht der Sinn der Sache sein kann.
Aber man sieht, dass es eben so ein Mix ist, der immer breiter wird, ne? Weil über Social Media hast du den Dialog, dafür brauchst du aber wieder Leute, die den auch führen können. Über den Cell Broadcast hast du bald endlich eine bessere Warnung, die alle erreicht, die auch zu faul waren, Nina zu installieren. Aber es wird nicht einfacher werden, glaube ich, ne? Und die Social Media werden sich ändern. TikTok, da graut mir jetzt schon vor, wenn wir das noch mehr monitoren müssen, aber das wird dann wohl so sein. Meiner Meinung nach ist es schlicht Kaugummi fürs Gehirn und ich mag kein Kaugummi. Aber es wird kommen. Also Telegram ist ja gerade sehr in der Diskussion, wer das mitgekriegt hat, alle. Also es wird kommen und die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Und das fände ich auch ganz interessant, mal an die anderen weiterzugeben. Wir haben aber jetzt alle mal so gemeinsam mal so ein bisschen vorgezeigt, was tut sich da im Augenblick, was gibt es für Möglichkeiten, polizeilich, nicht polizeilich. Und wir haben ja auch schon gesagt, es gibt eben in Baden-Württemberg zum Beispiel schon ein Landesforst. Wo geht die Reise dahin? Und das ist eben die große Frage. Vielleicht hat ja mal jemand Lust und traut sich mal zu sagen, ja, was brauchen wir? Brauchen wir es auf der Ebene der Leitstellen schon? Wir haben ja ein paar Leitstellenvertreter hier bei uns auch mit drin. Brauchen wir es auf der Ebene der Kreise? Brauchen wir was Landesweites? Was bräuchte man für ein Bundesland, wie nun mal Schleswig-Holstein, um da weiterzukommen? Und wie machen wir das? Vielleicht gibt es dazu ein paar Meinungen. Wir können ja mal die Ohren aufsperren. Ja, Markus Medinger, der fühlt sich nämlich deswegen angesprochen, weil er nämlich zum WOST Baden-Württemberg gehört. Also ein landesweites WOST, das erste und ja, Hamburg und Baden-Württemberg sind die beiden landesweiten WOSTs. Was meinst du, brauchen wir das hier oben auch? Auf jeden Fall, WOST, ne? Mit SCH bei uns. Ne? Wenn ich gewusst hätte, dass du dabei bist, dann hätte ich mich zurückgehalten. Ich habe dich nicht gesehen. Ich wollte noch ergänzen, was ganz wichtig ist, und das haben wir ja im gemeinsamen Einsatz mit dem THW ja gesehen, war Jodel. Also ich finde, Jodel ist sehr aufkommend. Selbst bei uns in Stuttgart haben wir ja einen Großbrand gehabt jetzt mit dem SSB-Bus, mit Elektrobussen. Und da sind so die ersten Nachrichten eigentlich in Jodel gewesen. Also das sollte man nicht vernachlässigen, vor allem in studentischen Städten. Da ist sehr viel Information und vor allem auch Informationen, weil viele glauben, anonym zu posten. Und dadurch sind die Hemmungen auch weg, viele Details zu posten, was in Facebook heute ja schon zurückhaltend ist, weil es ja gesperrt wird oder gelöscht wird. Ja. Also das wäre ein ganz wichtiges Thema. Und zum Gründen eines WOST, ja, also ich finde, das ist ganz wichtig. Man muss nur bei einer WOST, beim WOST-Team noch sehen, eine soziale Medienlage wächst genauso auf wie eine Einsatzlage. Wenn ich heute einen Feuerwehreinsatz habe, fahre ich mit einer Gruppe hin, dann habe ich mit wenig Leute, fange ich da an und ich wachse dann auf zu einem großen Team. Ich muss ja nicht sofort in eine Social-Media-Lage reingehen mit 40 Leuten, sondern ich kann auch mit nur zwei Koordinationen anfangen und sagen, oh, jetzt wächst es auf und alarmiere nach, weil ich ja genauso kurze Alarmierungszyklen habe wie heute bei einer BOS, bei einer Feuerwehr. Also das ist so ein Thema, wo ich glaube, die Zukunft hingeht. Es wird der lokale Pressesprecher anfangen zu monitoren. Und je nachdem, wie sich die Lage dann ausweitet, werde ich dann in WOST oder das Team Medien, wie sich manche nennen, mit 5 Leuten oder dann halt ein bundesgroßes WOST jetzt, wie man es in der Hochwasserlage gesehen hat, aufwachsen. Und ich glaube, da ist unsere Stärke in dieser Teamkommunikation, in dem Aufwachsen, in der Vernetzung. Wir wissen alle, wie wir arbeiten. Wir kennen alle unsere Kompetenzen. Und ich glaube, da ist die Zukunft von WOST. Das habe ich stumm, Mütti. Mütti, wir hören dich nicht. Aber du hast okay. Hört ihr mich jetzt? Ja. Ja, okay, da hatte ich eben. Also ich wiederhole noch mal kurz. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Übersetzen. Ich übersetze noch mal kurz. Also was mir dazu einfällt, ist, dass es eben dann wichtig ist, es in alle Ebenen zu tragen. Also es kann eben nicht die Kavallerie kommen und sagen, tata, hier sind wir und wir machen das, gehen Sie mal zur Seite, wir machen das schon, sondern das muss man dann eben, dann muss es bei den Leitstellen sein, bei den Feuerwehren sein, in allen Hilfsorganisationen sein, bei den Kreisen sein und dann immer weiter nach oben gehen. Und das ist, glaube ich, ein verdammt dickes Brett, bis wir da angekommen sind. Wenn wir schauen, wie lange wir gebraucht haben, das WOST überall bekannt zu machen oder immer noch machen, bis wir dann soweit sind, dass wir in allen Bundesländern Leute haben, die sozusagen als Ersthelfer uns dann nachalarmieren können, wenn man so in dem Bild bleibt. Das sind doch wirklich dicke Bretter. Ne?
Ja, Franziska, wie ist das eigentlich? Weißt du, ob anderswo in Deutschland die auch schon weiterkommen jetzt? Du hast ja jetzt NRW und Niedersachsen genannt, aber weißt du, ob es das anderswo auch irgendwo gibt? Ja, also in NRW und Niedersachsen ist es jetzt tatsächlich so, dass eben Personal eingestellt wurde. Andere Bundesländer machen das auch, also Bayern beispielsweise, da dann aber eben aus dem Personalbestand heraus. Also München war ja auch ein Projektpartner von uns und auch im Nachgang haben sie das jetzt eben weitergemacht, weil sie eben auch davon überzeugt sind, dass es eben einen Mehrwert bringt. Wie es jetzt zuletzt hat mich jemand angesprochen aus Brandenburg, die eben gerade auch an der Konzeption sitzen. Aber ja, es ist am Ende des Tages, sage ich mal, auch natürlich eine politische Entscheidung, dann auch Personal dafür bereitzustellen. Und da, ja, denke ich, warten einige Bundesländer noch auf das Signal eigentlich, dass sie auch eben Personal aufstocken können. Aber in der Diskussion ist es auf jeden Fall. Also angekommen ist es bei den Ja, Polizeien, ne? Dass das wichtig klar. ist. Ja, es war ja auch eine Frage jetzt reingekommen. Der Hans Gemeinhardt fragt halt, welche Tools wir da nutzen. Ralf, willst du da nochmal was zu sagen? Willst du es nochmal kurz zusammenfassen, was wir so machen oder welche Tools wir da nutzen und was wir vom Bund gestellt bekommen? Also wir benutzen als nicht frei zugängliches Tool derzeit Scatterblocks. Scatterblocks ist ein Tool, ich hatte etwas vorhin ein bisschen versucht anzudeuten, dass ja das KI uns sehr hilft eigentlich in vielen Bereichen. Die Baden-Württemberger nutzen auch Scatterblocks. Scatterblocks hat sich entwickelt, es war ein Forschungsprojekt der Uni Stuttgart, da haben so vier hochmotivierte Doktoranden das Tool entwickelt, um halt quasi diesen Datenstrom, den ich vorhin dargestellt habe, durch KI eigentlich so ein bisschen ja zu strukturieren, aufzuhellen und da halt, wesentliche Sachen zu finden. Ein schönes Feature dieses Tools ist ja, dass man halt Anomalien in diesem Datenstrom automatisiert entdecken kann. Also wenn zum Beispiel der Begriff Explosion auf einmal an einem bestimmten Ort viel, viel häufiger als sonst auftaucht, beispielsweise im Sommer 2020 in Beirut, ne, dann ist es halt eine Anomalie im Datenstrom, und das führt dazu, dass man das auch so programmieren kann, dass es dann einen Alarm gibt, also wen es interessiert, und dann, dass man halt sehr frühzeitig von diesem Ereignis mitbekommt. Also so haben wir auch wirklich 5 Minuten nach der Explosion in Beirut auch als WOST das mitbekommen und haben gesagt, hey, das ist ja eigentlich also schlimm ist das, was passiert ist, aber es ist ein super Ereignis eigentlich, um zu üben. Unser Problem, also jedes WOST hat das Problem, dass wir nicht vernünftig üben können, also zumindest nicht ohne Echtlagen, weil man einfach das Internet und Social Media nicht simulieren kann, so einfach mal eben. Und von daher stützen wir uns auf schöne Ereignisse, um halt auch mal zu trainieren. Deswegen haben wir das geübt. Übrigens, große Nachrichtenagenturen, so wie AFP oder DPA, die nutzen nämlich auch genau dieses Tool, um dann festzustellen, dass irgendwas auf der Welt Wichtiges passiert, um halt schnell zu sein. Das erklärt auch beispielsweise, wer von euch in der Leitstelle arbeitet, wird das erkennen, dass irgendwo was passiert ist und die Kräfte sind noch gar nicht da und schon klingelt das Telefon und DPA ist dran und möchte wissen, was bei euch da gerade los ist. Und dieses Tool kann halt auch beispielsweise direkt auf die API von Twitter zugreifen. Und man kann halt auch sehr komfortabel dann damit Recherche betreiben. Es gibt auch Open Source Dinge, also Sachen, die nichts kosten, wie TweetDeck beispielsweise. Das kennt eigentlich jeder, der halt Twitter nutzt, ein bisschen mehr als privat. Damit kann man das auch machen. Man muss halt geschickt halt Suchbegriffe eingeben. Man hat bei TweetDeck aber beispielsweise das Problem, dass halt, wenn etwas wirklich so richtig viral geht, dann rauscht das durch wie quasi so ein Fließtext. Dann kann man gar nicht mehr so schnell lesen, wie halt das da aufpoppt. Dann braucht man halt schon wieder andere Tools, beziehungsweise ja, eine größere Eingrenzung der Suchkriterien, um das zu finden. Um halt über die Frage nochmal aufzunehmen, auch gerade mit einem Beispiel dieses Beirutseinsatzes. Ne? Dieser Beirut-Einsatz, das war ja für uns kein Einsatz, sondern da hat sich für uns eine Mitarbeit in einem Forschungsprojekt ergeben. Und zwar hat ein Forschungsprojekt unter anderem halt von der THW Forschungsabteilung in Kooperation auch mit dem österreichischen Roten Kreuz und in Bayern war auch noch mehr wer mit beteiligt. Die haben untersucht, wie dann quasi die Qualität
der Funde ist eigentlich des Lagebildes, was man halt aus Social Media generieren kann. Und wir sind quasi als Menschen, als Human Resources angetreten gegen eine KI, die halt quasi vom österreichischen Roten Kreuz und glaube ich von Johanniter in Bayern eingesetzt war. Zumindest im letzten Jahr haben wir halt, was halt quasi die Qualität der Informationen über das Ereignis Beirut, Bombenexplosion Hafen, da haben wir noch gewonnen. Aber das heißt nicht, dass wir dieses Jahr oder nächstes Jahr auch noch gewinnen würden, weil halt gerade die KI sich halt dadurch auszeichnet, dass sie besser wird. Unser Vorteil ist eigentlich, und das passt auch noch ein bisschen zu der Frage, die vorhin schon an uns gestellt wurde, dass wir quasi mit unserem menschlichen Potenzial, also mit unserer Expertise, mit unseren Erfahrungen, mit einem unterschiedlichen heterogenen Hintergrund, wir halt derzeit noch besser als eine Maschine eigentlich rauskriegen können, was halt an Informationen relevant ist und was eher weniger. Von daher ist halt quasi unser bestes Tool der gesunde Menschenverstand. Das kann man gar nicht oft genug betonen, weil das wird halt als selbstverständlich hingenommen. Aber halt ein bisschen beruflicher und ehrenamtlicher Hintergrund gepaart mit gesundem Menschenverstand ist halt das wirksamste Tool eigentlich. Und dazu, da könnte ich jetzt gleich nochmal an Franziska übergeben und Markus möchte sich auch noch was dazu sagen, gibt es natürlich auch wirklich eine Fülle von OSINT-Tools, die wir auch nutzen, aber halt sehr individuell. Also es gibt halt nichts, wo wir sagen, wir arbeiten jetzt halt nur mit dem Tool, sondern jeder von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat so sein eigenes Portfolio, seinen eigenen Werkzeugkasten, mit dem er da rangeht. Und genau das ist halt unsere Stärke, dass wir halt quasi da halt sowohl was die Menschen als auch was die Tools angeht, dass wir so wahnsinnig heterogen aufgestellt sind. Ich wollte bloß noch was ergänzen. Also wir nutzen Hootsuite zum Beispiel vermehrt als nicht TweetDeck, weil man einfach mehrere soziale Medien einbinden kann. Aber was wichtig wäre, wenn man jetzt neu anfängt mit, und das nutzen wir halt, aber wir sind begrenzt auf Baden-Württemberg jetzt größtenteils, haben das natürlich viel einfacher, weil das Gebiet eingegrenzt ist. Wir üben auch, wir bereiten uns auch vor auf die Lagen. Also wir haben zum Beispiel Twitter-Listen nach Landkreisen sortiert, also Influencer identifiziert, wo findet man die wichtigen Nachrichten in welchem Landkreis, weil wir ja Local Hire haben, also Leute, die sich vor Ort auskennen. Und mit denen Listen gehen wir dann früh in Einsatz und haben dann schon strukturiert diese Einsatzmeldungsflut, was man in der Chaosphase hat, reduziert auf die wichtigsten Informationen, weil wir die ja identifiziert haben, schon bei Übungen oder im Vorfeld bei Einsätzen. Also das würde ich jedem empfehlen, sich so eine Twitter-Liste mit den Influencern oder mit denen Quellen, wo für seinen Landkreis, für seinen Stadtkreis, für seine Stadt wichtig sind, einfach anzulegen. Und mit der Liste anfangen zu monitoren, so findet man relativ früh was. Also das wäre so das Wichtigste. Und Facebook-Gruppen ist auch noch ein Thema, was ganz wichtig ist. Ich muss frühzeitig in die Gruppen drin sein, weil in der Krise, wenn ich jetzt sage, wir haben in Stuttgart in der Innenstadt einen Brand, dann brauche ich nicht anfangen, in die Stadtgruppe Stuttgart einzusteigen, bis dann freigegeben wird, da ist viel Zeit rum. Also auch so, wenn man als kleines Team schon anfängt, in seinem lokalen Bereich, in die städtischen Facebook-Gruppen reingehen. Ich musste ja nicht mit Meldungen versehen, dass ich immer Mitteilung kriege, wann eine Nachricht geschrieben ist. Aber ich bin schon Mitglied der Gruppe und kann so relativ früh schon das mitlesen und monitoren. Also das wäre so ergänzend zum Ralf seines. Danke. Ja, vielleicht nochmal so, um das mal zusammenzufassen, jetzt für jemanden, der so ein bisschen neuer dazukommt. Also das Erste ist immer Twitter. Ne? Das klang ja eben auch schon bei Ralf und auch bei Markus an. Twitter ist eben am einfachsten. Das ist so eine Art Badewannenthermometer. Auch wenn dort relativ wenige Leute drin sind, gerade hier bei uns auf dem flachen Land oder bei euch in Baden-Württemberg sicherlich auch, ist die Twitter-Dichte relativ gering, aber der Zugang ist am einfachsten. Und dann muss man, wenn man schaut, okay, da passiert was mit den Vorbereitungen, die beiden eben kurz skizziert haben, dann geht man eben hinein und dann wird es sehr schnell händisch. Also da muss man wirklich mit viel Power da reingehen, muss in den Gruppen sein, die Markus eben sagte, bei Facebook, muss bei Jodel zum Beispiel selber schauen über sein Handy, über seine App und so weiter. Und dann wird es aufwendig. Und das ist halt genau der Punkt. Also die an der Oberfläche zu schauen, das kann man über Twitter relativ einfach machen, über TweetDeck zum Beispiel. Aber dann wird es wirklich Arbeit. Und dann muss man auch entscheiden, wo gehen wir rein, in welche Tiefe. Auch YouTube ist ein Thema, das muss man eben anschauen. Da muss man reingucken. Auch Telegram wird teilweise gemonitort. Und das ist, dann wird es eben sehr aufwendig, aber anfangen kann man immer mit Twitter
Und das ist immer mein Rat an alle. Guckt euch das an, gucken sich das an. Da, was man da finden kann an Informationen, ist schon wirklich sehr spannend, weil dort eben die Multiplikatoren sind. Also weil auch dort die Medien sind, auch die BOS sind dort, die Feuerwehren sind alle dort, die Polizeien sind sowieso alle dort und spielen das sehr zentral, dieses Thema. Und deswegen ist Twitter der Anfang. Das ist so, als wenn man sich seine erste Angel kauft, wo eigentlich nur so ein Bindfaden mit so einem Haken dran ist. Damit kann man schon mal anfangen und nachher braucht man dann die teuren Sachen, wie bei jedem anderen Hobby auch. Aber damit kann man schon mal anfangen und fängt schon mal, die größten Fische hat man dann schon mal gesehen zumindest. Dann ist bei euch ja, ihr seid ja auch Twitter-mäßig in Schleswig-Holstein aufgestellt. Für ganz Schleswig-Holstein habt ihr den einen Account, ne? Das ist ja für euch das zentrale Ding. Ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Twitter ist eben ein Multiplikatoren-Netzwerk. Also wir wissen, dass die Journalisten dort mitlesen. Wir wissen, dass die Experten dort mitlesen. Und das ist ein wichtiges Argument für Twitter in dem Fall. Das Zweite, was ich eingangs auch schon sagte, ist, dass Twitter doch im Wesentlichen noch einen chronologischen Algorithmus hat. Also dass es da tatsächlich noch nach Aktualität der Nachricht geht. Und das ist natürlich für eine begleitende Kommunikation auch ein ganz wesentliches Element. Ja, genau, wo die Reise dahin geht, das wissen wir natürlich auch alle nicht, ne? Also man sieht eben, dass Facebook langsam vergreist. Aber ich habe schon vor Corona, wie man immer so sagt, vor Corona, nach Corona, das ist echt furchtbar, aber egal. Ich habe vor Corona, war ich bei einer Veranstaltung von meiner Arbeit aus und da habe ich schon gesagt, Facebook ist tot, da haben die mich fast gehauen. Und es ist eben auch noch nicht tot, es ist so. Da ist immer noch Leben drin. Es hat sich in die Gruppen reingegraben und ist nicht mehr so an der Oberfläche, aber das wird weiter bleiben. Andere Sachen werden dazukommen, Stichwort TikTok, Stichwort Jodel. Also es wird immer eher mehr werden, als dass es weniger wird. Und ich glaube, dass die Messenger auch eine immer größere Rolle spielen werden. Eben Telegram war jetzt auch gerade ein guter Artikel im Spiegel, gerade gestern oder so, dass Telegram im Prinzip ein Twitter geworden ist zwischen einem Messenger und einem Social Network, was jetzt ja gerade in Sachen Corona da ein Thema ist. Aber da entwickelt sich immer mehr weiter und da müssen wir alle dranbleiben. Und dann weiter gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ist das geht nicht wieder weg, es wird sich nur verändern. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen und wie wir da mitspielen. Ne? Es kam jetzt noch eine Frage von, Jan wollte auch noch mal kurz was sagen. Willst du die Frage von Mike Kaden ansprechen? Genau, also ich hatte nur die beiden Fragen noch im Chat, einmal in Bezug von Mike Karten und einmal auch in Bezug auf die regionale Perspektive von Jasmin Walter, aber wenn du da sowieso gerade dabei warst, umso besser. Ja, vielleicht können wir nochmal, das Mike Karten habe ich gesehen, das können wir vielleicht zuerst nochmal machen, also ein Rückkanal in die Community, ich wüsste nicht, dass man da einen extra einrichtet, man muss halt da sein, wo die Leute sind, das ist eben der Punkt. Und das ist das große Problem, ne, wenn ich das mal aufgreifen darf. Also ich spreche jetzt mal für Niedersachsen, weil da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Bei uns ist halt so, dass die wenigsten Katastrophenschutzbehörden beispielsweise einen eigenen Social-Media-Kanal haben. Ich habe in meinem eigenen Landkreis, muss ich da echt, im Moment bin ich gerade dabei, ziemlich dicke Bretter zu bohren, weil ja die Aussage ist, wenn wir halt Social Media machen wollen, also wir haben erstmal, die Grundaussage ist, wir haben ja eine Homepage, das ist ja schon mal ganz viel. Und wenn man dann sagt, ja, pass mal auf, aber ihr müsst halt auch mal auf die, in der Krise halt natürlich auch reagieren können, dann verlassen die sich in Niedersachsen immer darauf, dass die Polizei das schon macht. Weil in Niedersachsen ist halt Social Media bei der Polizei sehr, sehr dezentral aufgestellt. Also quasi noch nicht mal jede Inspektion, sondern auch jedes Kommissariat ist als Social Media mäßig unterwegs und haben auch ein sehr gutes Community Management und eine große Reichweite mittlerweile. Und darauf verlassen sich die Gefahrenabwehrbehörden und sagen, naja gut, in der Krise, wenn ich auch nur 6 Follower habe, dann macht er nicht. Hauptsache einer von den 6 Followern ist die Polizei. Und wenn die es dann retweeten, dann erreiche ich ja die Bevölkerung. Das funktioniert ja auch sogar, ne? Aber trotzdem ist es Mist. Die Argumentation ist, naja, aber so Social-Media-Management und sowas, da brauche ich ja mindestens ein, besser 2 Stellen und das kostet wieder Geld und das macht die Politik nicht mit. Und das ist genau das Problem. Also es fehlt noch so ein bisschen die Überzeugungskraft der Verwaltung, die Politik davon zu überzeugen, dass sie einfach Geld locker machen muss, um Menschen zu bezahlen, dass die Social Media machen. Um halt quasi halt in Friedenszeiten Social Media zu machen, um in der Krise die Bevölkerung auch vernünftig zu erreichen.
Weil die glauben ja, wenn sie halt hier diese Katwa, Nina oder Biwap-App haben, dass sie halt die Bevölkerung erreichen. Ja, haben sie ja auch, aber sie haben halt keinen Rückkanal. Ja, sondern das ist halt eine sehr einseitige Kommunikation. Das ist nämlich das große Problem an der ganzen Geschichte. Und da muss man halt, als jemand, der sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt hat und sich vielleicht sogar ein bisschen damit auskennt, muss man wahnsinnig viel argumentieren und versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten auf so vielen Ebenen. Das ist teilweise echt ermüdend. Und dazu noch, um auf die Frage nochmal ganz kurz einzugehen, also wir als WOS zum Beispiel, wir sagen nur, pass mal auf, hier haben wir was gefunden, da müsst ihr mal drauf reagieren. Also wir übernehmen definitiv nicht die Aufgabe, den Rückkanal zu übernehmen, selbst wenn wir es könnten. Das machen wir nicht, weil das ist nicht unser Job. Dabei beraten, wie man das gut machen könnte, das können wir auch wieder. Ne? Das heißt also quasi, wenn halt der Auftraggeber sagt, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, dann sagen wir, pass mal auf, schreib mal Folgendes. Das kriegen wir schon wiederum hin. Aber halt den Kanal muss quasi die Gefahrenabwehrbehörde erstmal selber haben. Das wäre auch unglaubwürdig, wenn plötzlich das WOST, das THW, irgendwie für die Landesregierung in Schleswig-Holstein oder für die Landespolizei Schleswig-Holstein schreibt. Also das versteht da kein Mensch. Also das geht halt nicht. Wir können nur hinter den Kulissen arbeiten. Also das WOST Hamburg macht da so ein bisschen eine Ausnahme, weil die halt eine Organisation der Berufsfeuerwehr sind. Die kommunizieren auch nach draußen. Aber das sind die einzigen, soweit ich weiß. Und das heißt, man kann eben jetzt nicht darauf vertrauen, okay, da kommt das WOST, das THW, die helfen mir schon. Wenn ich keine Kanäle habe und keine Möglichkeit, nach draußen zu kommunizieren, ja, dann bin ich trotzdem, ja, also ich kriege zwar wenigstens mit, was passiert, aber ich kann nicht darauf reagieren und muss dann immer jedes Mal bei Dennis Schneider irgendwie anrufen, kannst du mal bitte retweeten was für uns rausschicken? Das kann auf Dauer ja auch nicht die Lösung sein. Also die Polizeien können da, die sind eben breiter aufgestellt als der Rest und gerade die Landkreise sehr dünn. Wir haben es ja hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel auch gemerkt, dass mindestens drei Landkreise ihren Facebook-Account aufgebaut haben in der ersten Corona-Welle, auch mein Kreis, Kreis Steinburg, weil eben vorher nichts da war. Und das ist einfach zu wenig. Und das heißt ja nicht, dass jeder alles machen muss, aber es muss irgendwo ein Netzwerk geben, wo man sagt, okay, was brauchen wir in so einem relativ ländlichen Bundesland? Was brauchen wir in einem Bundesland wie NRW? Das muss mal geklärt werden und da sind wir noch ganz am Anfang. Also positiv formuliert gibt es da noch viele spannende Dinge, die man diskutieren kann in der Zukunft dann. Ne? Jan, du hattest noch von einer anderen Frage gesprochen, die sehe ich aber nicht im Chat. Sag du doch bitte nochmal. Müti, darf ich noch einen Satz anfügen an das Thema, was du eben gerade aufgeworfen hast? Weil ich es ja ganz interessant finde, wir hatten das ja gesehen, die Folie, was für ein Fähigkeitenspektrum im WOST sitzt, also Leute aus der Feuerwehr, Leute von der Polizei, wissenschaftlicher Hintergrund. Ich würde es halt spannend finden, wenn wir auch dahin kämen, in einem Social-Media-Team, in einem Unterabschnitt Social-Media, wie es bei uns heißt, oder in anderen Bereichen, wenn wir auch komplementär zusammengesetzt wären. Also tatsächlich in der Kommunikation, also dieser Rückkanal, der unglaublich wichtig ist, die Frage finde ich auch ganz entscheidend, was wäre in Schleswig-Holstein der Kanal, dem ich als Bürger folgen würde, wenn ich über eine Katastrophenlage beispielsweise informiert sein möchte. Aber wenn das Team, was da kommuniziert, eng angebunden an die Strukturen, tatsächlich zusammengesetzt ist, ganz bunt, aus Vertreter vom THW, von der Feuerwehr, von der Polizei ist einer dabei und von der Bundeswehr ist auch noch einer dabei. Mhm. Ob die jetzt alle in einem Ort an Ort sitzen oder ob es da auch in Zeiten von digitaler Infrastruktur heutzutage, Homeoffice und so weiter, auch Möglichkeiten gibt, ist nochmal die zweite Frage. Aber dass der Sachverstand bunt zusammengestellt ist, finde ich, glaube ich, schon spannend. Und es ist ja so ein All-Hands-on-Deck-Manöver in so einer Einsatzlage und um dann eben durchhaltefähig zu sein, braucht man vielleicht noch mehr als nur einen Akteur. Also die Idee finde ich auch durchaus spannend. Ja, auf jeden Fall, auch über die verschiedenen Ebenen hinweg, ne? Weil Kreise ganz andere Sachen kommunizieren, sofort, Ralf, als die Landesregierung kommunizieren würde, als eine örtliche Feuerwehr kommuniziert. Und wenn man da verschiedene Blickwinkel hat, dann hätte man ein gutes Team, was man da zusammenstellen könnte. Aber dazu müsste, offen gesagt, erstmal die Vernetzung zwischen den Kreisen und dem Land funktionieren. Und da stehen wir auch noch am Anfang. Also da, wie gesagt, da ist noch Luft nach oben. Da kann man was Gutes aufbauen dann. Ralf, was wolltest du gerne sagen? Ja, ganz kurz, ne? Weil das so im Nebensatz so ein bisschen mitschwang. Natürlich ist natürlich eine enge Verzahnung zwischen Social Media Monitoring und Social Media Akteuren halt, die kommunizieren sehr, sehr gut. Das war auch die Grundidee, weil wo wir halt Social Media Monitoring in einer polizeilichen BAO angedockt haben, in so in der ersten Version.
Also quasi das Thema Anbindung 1.0 war halt quasi unter dem Strafbereich, also unter dem Strafbereich 4, dann halt im Einsatzabschnitt, Einsatzabschnitt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder einsatzbegleitender Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Unterabschnitt Social Media, Unterabschnitt Monitoring. Das war 2018 in Berlin. Ja, wir haben uns aber weiterentwickelt. Wir haben festgestellt, quasi die Adressaten der Informationen aus sozialen Medien sind ja sehr vielschichtig. Ja, das ist halt, da ist quasi die Sprecher Social Media, das ist nur ein Aspekt, aber es gibt halt ganz andere Bereiche. Das ist Bereich Aufklärung, das ist Bereich Ermittlung, das ist halt Attacke-Einsatz. Ja, das halt geht dann in die Einsätze, in die verschiedenen Einsatzabschnitte. Ja, und so haben wir uns dann quasi weiterentwickelt. In Kiel waren wir halt nach der ursprünglichen Planung im EA Aufklärung. Ne? Dann wurde es noch geändert im Bereich EA Ermittlung. Was, wir sind ja unter uns, ne, nicht so ganz so prickelnd war, weil halt da eher Ermittlung eigentlich nichts zu tun hatte bei dem Einsatz, weil nichts los war. Und von daher waren wir quasi in einen ruhenden Einsatzabschnitt angebunden. Das war für die Kommunikation auch nicht besonders zuträglich. Potsdam, dann noch einmal in einen sehr aktiven Einsatzabschnitt Ermittlungen und dann haben wir quasi ja, die super Idee gehabt und da waren wir quasi bei Anbindung 3.0 im Bereich der PD, der PD Oldenburg bei dem Nukleartransport. Da haben wir nämlich einen eigenen LZ-Bereich aufgemacht. Also wer sich polizeilich in der Stab, in der BAO ein bisschen auskennt, also Bereich Lagezentrum. Und jetzt in Halle, die nächste Weiterentwicklungsstufe, das war halt die aus jetziger Sicht die optimale, war halt ein eigener Stabsbereich WOST, ne? Also wirklich oben beim Polizeiführer angesiedelt. So, um halt quasi von dort aus schnell alle Bereiche bedienen zu können, die halt auch möglichst schnell die Informationen aus sozialen Medien brauchen. Das war jetzt die eine Hälfte polizeiliche Lagen. Und wenn man jetzt das Thema Social Media Monitoring, Anbindung in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr betrachtet, ist das naheliegendste natürlich erstmal immer S5. Aber die machen ja irgendwas mit Medien. Ne? Aber tatsächlich bringen wir halt wichtige Lageerkenntnisse, von da ist die Anbindung an S2 doch ein bisschen zielführender. Ne? Und in einer idealen Welt sitzen S2 und S5 sehr dicht beieinander und wir sitzen quasi so hinter den beiden und können das in das linke Ohr des S2 sprechen und in das rechte Ohr des S5, ne? Also, um das halt nur so ein bisschen bildlich zu machen. Ja, aber das ist aber wirklich, da können wir noch, glaube ich, lange drüber philosophieren, wo die beste Anwendung ist, aber das Offensichtliche ist nicht immer das Beste. Ja, es ist halt eine Querschnittaufgabe. Ich muss mir nur gerade vorstellen, wie du hinter den beiden sitzt und da so reinsäuselst, weil du immer so gut säuseln kannst. Aber genau so war es in Wuppertal, ne? Also bei Wuppertal in der TL war es genau so. Ja, aber es ist eben, es sind nicht nur die beiden. Es, im Grunde, wenn du über Spontanhelfer sprichst, ist fast jeder Stabsbereich irgendwie involviert. Und das ist genau die große Aufgabe. Ne? Ja. Eine Aufgabe ist noch, eine Frage ist noch da von Achim Hackstein an dich, Franziska. Achim ist der Leiter der Leitstelle, der nördlichsten Leitstelle in Deutschland, würde ich mal sagen. Ja, in Flensburg und auch im Fachverband Leitstellen. Insofern. Ja, sag mal, was denkst du, ist es übertragbar oder ist es nicht? Ich kenne jetzt tatsächlich die Bedarfe in kommunalen Leitstellen nicht so gut, aber ich würde davon ausgehen, dass Feststellungen, Beschwerden und so weiter auch erstmal einen großen Informationsbedarf auch ausmachen und dass man da natürlich sicherlich auch sehr viele Informationen generieren könnte durch OSINT. Und insbesondere könnte ich mir vorstellen, dass die Erkenntnisse unserer qualitativen Auswertung, also die Rahmenbedingungen sozusagen, unter welchen Rahmenbedingungen kann sich eben OSINT implementiert oder kann OSINT implementiert werden in Leitstellen, dass die auch insbesondere relevant sein könnten, weil es funktioniert ja doch irgendwie überall gleich, sage ich mal, dass man halt erstmal auch natürlich eine gewisse Akzeptanz schaffen muss, dass der Bedarf eben erkannt werden muss. Und wie das Ganze dann eben auch angegliedert wird und wie andere Organisationseinheiten damit umgehen und so weiter. Also das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Und ich würde bei der Gelegenheit gerade auch mal, Herr Hackstein, Sie haben sich auch gerade noch. Ja, ich fand das unhöflich, dass Sie mich nicht sehen. Ja, schön. Also die Frage wäre, würde die auch vielleicht noch ergänzen, ob es denn denkbar wäre, den Untersuchungsansatz einfach auch auf eine kommunale Leitstelle auszudehnen. Ja, also tatsächlich könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Wir haben damals auch mal mit einer Feuerwehr gesprochen und auch eruiert, ob das eventuell relevant sein könnte für die Feuerwehr. Wir sind da zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich, also da so die Bedarfe nicht ganz so da waren, wie wir sie eben in der Polizei dann hatten. Aber klar, könnte man auf jeden Fall mal eruieren. Mhm.
Und ja, also ich müsste man sich genauer nochmal anschauen dann. Ja, oder man sagt, es wäre ein Argument für kooperative Leitstellen. Ne? Also in Niedersachsen haben wir ja zum Beispiel in einige Kooperative schon, wo die sowohl halt, also wo die Intel-Officer der Polizei als auch die Disponenten von Feuerwehrrettungsdienst ja mehr oder weniger fast in einem Raum sitzen, ne? Und halt auch einen gemeinsamen Einsatzleitrechner haben. Also das heißt, bei dieser Form der Leitstellenarbeit profitiert die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr auch von den Ursint-Erkenntnissen der Intel-Officer, ganz einfach, weil halt die Information zum Beispiel, dass da ein gefährlicher Pitbull in dem Haus ist, schon ganz, da profitieren halt alle davon. Ne? Weil, wo das getrennt ist, ist ein bisschen schwierig. Ich kann mir auch gut vorstellen, also das einfach der Bedarf, so allein vom Volumen her, nicht für eigene Intel-Officer in Anführungszeichen für Rettungsleit- und Feuerwehrleitstellen da ist. Vielleicht wäre da die Lösung einfach halt, dass das vorhandene Personal dahingehend auch noch ein bisschen zu beschulen, dass die halt das vielleicht auch machen könnten, wobei ich da auch berufspolitische und andere Probleme wieder sehen würde. Ja. Okay, ich möchte Nordrhein-Westfalen nicht den Rang ablaufen, aber in Schleswig-Holstein haben wir jetzt quasi auch fast, also ganz klar zwei und fast drei kooperative Leitstellen und waren auch quasi der Erfinder dieses Modells. Aber Frau Ludewig, ich würde mich einfach mal bei Ihnen melden, wenn Sie da nichts gegen haben. Dann können wir mal schauen, ob wir das auf den kommunalen Bereich irgendwie ausdehnen können. Ja, sehr gerne. Das mache ich die nächsten Tage oder nach Weihnachten. Ja, das Thema Leitstellen ist ganz, ganz spannend, wenn Herr Hackschon das anspricht, weil ich zum Beispiel auch in Baden-Württemberg für die DRK-Landesschule Ausbildung mache für Leitstellendisponenten und für Lagedienstführer von den Leitstellen. Und die auch immer mehr sagen, okay, wir brauchen das auch. Also das ist auch, ich sagte ja vorhin, diese verschiedenen Ebenen, ne? Also bis hoch zum Stab, aber auch bis runter zur einzelnen Feuerwehr und die Leitstellen. Und das finde ich total spannend, da mal drüber nachzudenken. Die ich sag mal, Schwesterleitstelle von der Leitstelle Nord, nämlich die Leitstelle West, wissen Sie ja sicherlich, Herr Hackstein, auch kooperativ. Ein extra Raum, ja. Ne? Wo Social-Media-Beobachtung draufsteht. Ja. Wo wiederum Klaus Böttcher, der hier auch dabei ist, und ich neulich davor standen, und er kriegte mich da fast nicht mehr weg, weil ich so begeistert war, dass da so ein Türschild war mit Social Media an einer Leitstelle. Also es kommt. Und jetzt kann ich Sie auch demnächst einladen. 23 haben wir dann auch ein Türschild und eine Tür mit dem Raum Social Media. Ist immer nur die Frage, wie wir es mit Leben füllen. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz klar, ob das Türschild reicht oder ob wir da auch mal was machen müssen drin. Dann, ne? Also so viel kann ich verraten, das Türschild reicht nicht. Aber gut, dass es das schon mal gibt, dann hat man nämlich einen Raum dafür. Ja, ganz genau. Ja, die wächst da fleißig, die neue Leitstelle. Ich habe das auch ja, nur genau. gesehen, die Baustelle da. Ich würde gerne noch passend dazu eine Frage noch mit aus dem Chat aufwerfen, gerade wo es um Vernetzung geht und auch Perspektiven von Externen sozusagen, wie die mit eingebunden werden können. Jasmin Walter fragt, achso, ich sehe es gerade, es ist im privaten Chat gewesen, aber ich frage Sie trotzdem öffentlich, weil ich finde das gerade ganz passend, nämlich am Beispiel von Kiel und Umgebung, wer wäre eigentlich eine passende Ansprechstelle für den Informationsaustausch in gerade solchen Lagen? Also sprich, wenn man als externe Organisation, wir hatten ja gerade eben das Beispiel, wo würde man sich eigentlich informieren oder was wäre der passende Kanal, für den Fall oder für den Tag X oder für die Lage X, wo würde man eigentlich beginnen, auch sozusagen als Akteur von außen die Vernetzung zu suchen? Würde man dort bei der Polizei starten oder ist das regional sehr, sehr unterschiedlich, weil es da ja eben kein sozusagen Plan oder keinen Plan gibt, der ausgerollt wird, sondern eher so ein Pilze aus dem Boden sprießen sind. Also die konkrete Frage ist, wo würde man eigentlich starten, bei welchem Partner würde man zuerst anklopfen? Wäre es da tatsächlich die Polizei, aufgrund der geschilderten Beispiele, die wir aus Niedersachsen haben, oder wer wäre es in Schleswig-Holstein? Also ich will Dennis jetzt nicht noch mehr Arbeit machen, aber ich glaube, die Polizei ist da schon ein zentraler Player, ne? Wir sehen ja gerade, die Leitstellen bauen langsam auf. Wenn die Leitstellen das auch haben, wären die auch ein guter Ansprechpartner für die nicht-polizeilichen BOS. Aber ansonsten ist die Vernetzung mit der Polizei immer zentral, weil wir bei vielen Lagen eben Polizeilagen haben, wo die Vernetzung auch klappen muss. Es gibt ja immer Situationen, wo man dann auch mal ja, einfach mal den Schnabel halten muss und das muss dann auch abgesprochen werden. Und deswegen ist die Polizei da schon zentral. Nun haben wir halt die Situation, dass wir eben Twitter landesweit, Dennis, habt ihr ja einen Kanal. Facebook-mäßig habt ihr ja mehrere Kanäle. Ne? Das ist ja so ein bisschen nicht gleichmäßig sortiert. Ne?
Ja, genau, da gibt es dann regionale Kanäle entsprechend der Zuständigkeit der jeweiligen Polizeidirektion, die auch nicht immer unbedingt deckungsgleich sein muss mit den Kreisen. Ich würde halt abstrahiert mal sagen, ich würde mich an den aktivsten Akteur wenden. Also wenn ich einen Kanal habe, auf dem regelmäßig etwas stattfindet, wo viel gepostet wird, dann wär das so ein Stück weit mein erster Ansprechpartner, um da mich zu vernetzen. Das andere sind dann natürlich strukturell, also wenn ich sozusagen den strukturell sinnvollsten anspreche, der aber selber noch gar keinen Kanal hat, der hat vielleicht schon einen Raum, wo auch schon ein Türschild dran ist. Aber in der Tat, das ist dann der zweite Schritt. Und das ist allerdings oftmals der zweite Schritt, aber es ist natürlich der wichtigste Schritt, das mit Leben zu füllen. Also insofern Vernetzung würde ich dann tatsächlich starten, indem ich erstmal ein Monitoring mache, gucke, wer ist eigentlich aktiver Akteur und dann auf den oder diejenigen zugehe und dann versuche, Netzwerke weiter zu knüpfen. Ja, und dazu passt eben auch das, was Klaus Böttcher eben schrieb, dass eben nicht die Leitstelle selber dann plötzlich den Rückkanal bedienen kann. Wann sollen die das machen? Ich glaube auch, die sollten monitoren und zumindest wissen, was ist und dann das weitergeben. Sowas, Herr Hagstein, wie eben, was ich vorhin sagte, wenn da Angehörige an der Unfallstelle sind, dafür ist die Leitstelle sozusagen die allererste, die da mithelfen kann, aber danach müssen es andere machen. Und deswegen, das gilt jetzt nicht nur für Schleswig-Holstein, muss es eben eine Vernetzung sein über die Ebenen hinweg, also über die Organisation hinweg, aber auch über die Ebenen hinweg, von den Leitstellen bis zu den Landkreisen, damit das alles funktioniert, weil sonst hat man auf einer Ebene was aufgebaut und dann wird es ein bisschen größer und dann bricht das ab, weil die S5 das vielleicht gar nicht kennen. Und das ist ein dickes Brett, ne? Aber ich glaube, dass die kommunalen Leitstellen da sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also wenn ich das jetzt nur mal so auf unser Land runterbreche, dann weiß ich, dass die Leitstelle West da wesentlich weiter ist als wir. Und da meine ich jetzt nicht das Türschild mit, sondern ich meine, dass sie da insgesamt besser aufgestellt sind. Und wenn ich das so auf alle im Fachverband runterbreche, dann glaube ich, gibt es da Riesenschwankungen zwischen wir wissen nicht, was Twitter ist und wir bedienen es regelmäßig. Und da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Nun ist diese Leitstellenwelt ja, soweit ich das verstanden habe, ja auch unglaublich vielfältig. Ne? Ja, zwischen dem, was ich hier oben kennenlerne, was ich jetzt so weiß, was ich in Flensburg sehe, was ich in Bad Oldesloe sehe, was ich in Zorn sehe und dem, was teilweise, es sind ja noch Leitstellen, die so sind, wie ich sie hier kennengelernt habe am Abstellraum des Itzehoer Klinikums, wo zwei Telefone standen und die größte Katastrophe wäre gewesen, wenn der Karteikiste mit den Sirenenalarmierungen runtergefallen wäre. Naja, ist ein bisschen böse, aber es ist sehr, sehr unterschiedlich und nur eine Leitstelle, die in unserer Größenordnung hier im Norden ist, kann überhaupt drüber nachdenken, sowas zu machen. Ansonsten geht es ja gar nicht. Ja, ja, genau. Ja. Also sehr spannend. Ich glaube, man könnte jetzt noch Stunden weiter drüber schnacken, aber wir wollen jetzt ja auch so ein bisschen, Jan, deinen Terminplan jetzt nicht völlig oder deinen Zeitplan nicht völlig durcheinander schmeißen. Wie siehst du das? Ja, also ich muss sagen, die Diskussion ist ja auch sehr lebhaft und in der Tat gibt es ja auch viele, erstens A, Verständnisfragen, die wir hier heute schon klären konnten und B, vor allen Dingen jetzt ja Fragestellungen, was ergibt sich eigentlich aus den Erkenntnissen aus der ersten praktischen Anwendung. Wo sind vielleicht Hürden zu sehen? Wo muss eben weitergedacht werden? Da fand ich das ganz, gab es ganz spannende Anknüpfungspunkte eben gerade. Wo sind auch Grenzen von WOSTs, beziehungsweise was muss sozusagen ähnlich wie in einem Puzzle oder ähnlich wie man will über einen Fluss rüber und welche Steine schmeißt man zuerst rein, damit darauf dann wiederum der Pfeiler gestellt werden kann, damit dann irgendwann mal wirklich die Brücke läuft, über die dann sozusagen auch noch tragfähig ist und hält. Das fand ich sehr spannend, gerade auch in der Diskussion, die sich hier aus dem Format ergeben hat, wo so Step by Step noch einzelne Punkte hinzugekommen sind, die das Gesamtbild ergänzen. Ich würde aber trotzdem nochmal mit Blick auf die Zeit, wir sind zwar eigentlich schon am Ende unseres Zeitfensters angelangt, aber doch nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht für die eine letzte Frage oder vielleicht auch zwei, die jetzt noch unbedingt gestellt werden muss, weil sonst der oder diejenige nicht in Ruhe schlafen kann, weil er sich nicht gestellt hat, der möge sich jetzt noch gerne melden, last call sozusagen. Aber wenn das nicht der Fall ist, und ich hoffe, ich übersehe jetzt keinen, dann würde ich jetzt an dieser Stelle noch einmal in die Abschlussrunde gehen. Ich fand das heute, wenn ich das so aus meiner Sichtweise sagen darf, einen sehr spannenden Termin.
und hoffe, das ist für Sie gelungen, dass Sie einmal das Lagebild sozusagen, die große Ausgangslage vergleichen konnten mit zwei Praxisbeispielen und vor allen Dingen jetzt auch in der Diskussion eben herausgemerkt haben, wir sind hier in einem Prozess, hier entwickelt sich gerade viel, aus dem sich eben viele offene Fragen ergeben. Wir als Hermann-Ehlers-Akademie freuen uns, da einen Rahmen geboten zu haben und Sie können sich schon mal sicher sein, das wird nicht das letzte #BlaulichtSH-Event gewesen sein, sondern wir sind da gerne bereit, das auch weiter zu unterstützen. Gerne würde ich allerdings noch mal eine kurze Runde machen, zumindest mit den Vortragenden und nur um ein kurzes Statement bitten, was vielleicht Sie von heute noch mal mitgenommen haben oder was Sie heute noch mal besonders, was Sie besonders herausstellenswert fanden. Und wir beginnen von hinten nach vorne mit Ralf Daniel. Was ist so das Key Takeaway von heute für Sie? Dass Hoffnung besteht. Und zwar, also wenn ich gefragt werde, wie meine Vision aussieht, was das Thema WOSTs und überhaupt Social Media Monitoring so in 5 oder 10 Jahren, wie das denn aussieht, dann sieht meine Vision eigentlich so aus, dass es in jedem Bundesland ein Landes-WOST gibt. Wie das nun aufgestellt ist, völlig egal, aber möglichst heterogen, das glaube ich, wäre ganz wichtig. Und dass es halt auf kommunaler Ebene darunter etwas gibt, was sich also irgendeine Organisationseinheit, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt, die halt quasi das lokal macht. Und das überall in der Bundesrepublik wäre wirklich ein Traum, ein Wunschtraum. Und ich habe so das Gefühl, dass da ein zartes Pflänzchen zumindest für den Norden der Bundesrepublik jetzt am Wachsen ist. Und von daher gehe ich mit einem sehr guten Gefühl raus. Und einen Nebensatz noch, also ich habe nebenher immer das Murriff verfolgt und ich bin schwer beeindruckt, wie das gefühlt wurde und wie man halt quasi, noch während ich geredet habe, wurde der Inhalt da schon verewigt. Also ich bin schwer beeindruckt und muss man wirklich sagen, Respekt und Hut ab, tolles Ding. Vielen Dank. Frau Ludewig, was ist Ihr Key Takeaway von heute? Was nehmen Sie jetzt mit nach Haus sozusagen oder ja, mit in den Feierabend? Ja, ich möchte genauso hoffnungsvoll wie Ralf Daniel jetzt auch enden eigentlich. Ich glaube, dass die Relevanz des Themas sehr, sehr deutlich geworden ist und in dem Kreis auch gar nicht großartig zur Frage stand. Ich meine, vielleicht auch, weil Sie sich alle angemeldet haben und sich auch tatsächlich für das Thema interessieren, aber es gibt immer noch Stellen, wo man tatsächlich diese Relevanz noch deutlicher hervorheben muss und auch den Handlungsbedarf einfach noch darstellen muss. Und ich glaube aber, dass wenn man das eben mit einer gewissen Begeisterung tut, dass man da doch auch das ein oder andere bewegen kann. Und deshalb möchte ich alle ermuntern, die jetzt auch für sich vielleicht eben überlegt haben, ist das auf unsere Leitstelle übertragbar oder ist das eben in unseren Bereich übertragbar, da wirklich auch, ja, das wirklich dieses Interesse mitzunehmen, die Begeisterung vielleicht für das Thema mitzunehmen und dann zu versuchen, da auch den einen oder anderen mitzureißen. Ja, super. Dennis, was nimmst du denn von heute aus noch so mit? Was ist dein Key Takeaway für dich persönlich und den Feierabend? Ich fand tatsächlich dieses Stichwort psychosozialer Bedarf relativ spannend. Das habe ich so noch nicht gehört. Also auch ganz plakativ. Menschen, die sagen, ich habe Angst oder ich vermisse meinen Sohn, ich erreiche ihn nicht. Weil ich da auch nochmal finde, dass daran sehr deutlich wird, dass Social Media und insbesondere auch die Bedienung, also die Kommunikation über Social Media, wenn sie richtig gemacht wird, auch den Menschen dient und den Menschen tatsächlich auch helfen kann. Und das finde ich sehr spannend, abseits von der inhaltlichen Ebene, dass man eben sich über Inhalte, über Strukturen oder aber auch über Strategien Gedanken machen sollte, wie man kommuniziert. Also drei Baustellen, drei Felder, die man noch weiter beackern könnte. Super. Ja, Mythi, last but not least, was ist denn deine Erkenntnis des Abends, von der du sagst, das wird mich auch noch morgen beschäftigen oder erfreuen? Also ich bin ja nur irgendwie bundesweit unterwegs, nicht nur mit Ralf und mit Franziska, sondern ja auch arbeitsmäßig. Und ich würde mich halt freuen, wenn wir in Norddeutschland ja da jetzt mit vorangehen. Ne? Also die Ersten können wir jetzt nicht mehr sein, ne? Das WOST ist ja nun schon da und die Hamburger haben auch schon was, aber dass wir da ein bisschen weiterkommen und nicht am Ende die Letzten sind, das fände ich klasse. Und
aus dieser Veranstaltung, aber auch aus meinen Seminaren, wo verschiedene Interessenten jetzt schon waren an der Landesfeuerwehrschule, nehme ich mit, dass das Interesse an so einer Einheit oder das irgendwie zu organisieren wächst. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr das in die Hand genommen habt, das mal so in die Öffentlichkeit zu bringen von der Akademie, und würde mich darüber freuen, wenn wir das weitermachen können, damit das dann auch weitergeht, weil das kann man eben auch für so ein kleines Flächenland, was wir ja nun mal sind, da bin ich schon Lokalpatriot genug, mich dann zu freuen, wenn wir da gut vorankommen und die Vernetzung wächst da, wie man sieht. Also das wird eine gute Sache. Ja, sehr schön. Dann hoffe ich, dass es Ihnen allen vor dem Bildschirm zu Hause und hoffentlich nicht mehr irgendwo im Dienst genauso geht, dass Sie frohen Mutes jetzt in den Feierabend starten können oder sich jetzt wieder im privaten Dingen widmen können. Dass Sie ebenfalls so wie unsere Referenten und unsere Referentin des heutigen Abends sagen können, Mensch, hier passiert was, hier ist Dynamik, hier kann man was bewegen und hier kann man sich vor allen Dingen einbringen. Ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nehme mit, dass über die Einsatzfähigkeit von Social Media, gerade im Bereich BOS, beziehungsweise hier über das Rost und in Einsatzlagen, man Social Media ja auch so ein bisschen wieder in die Richtung zurückbringt, in die das eigentlich mal so gedacht war, nämlich eben Menschen zu helfen und auch positive Beiträge zu leisten in Zeiten von Pandemie, Miss- und Desinformation und ein gegenseitiges Angefauche auf Twitter, hat man ja manchmal das Gefühl, das ist gar nicht mehr möglich. Aber insofern fand ich das auch einen sehr hoffnungsvollen Abend, und das ist ja immer gut, wenn man mit guter Laune herausgeht, dann hat man auch Lust, sich noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal hinzusetzen, und insofern freue ich mich auf die Folgeveranstaltung mit Ihnen allen gemeinsam. Wenn Ihnen das gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter. Sie erhalten von uns im Nachhinein noch einen online digitalen Feedbackbogen, weil wir gerne auch von Ihnen noch wissen wollen, was wir vielleicht noch in Zukunft besser machen können. Vielleicht wachen Sie morgen auf und sagen, Mensch, das Thema hätte mich eigentlich noch interessiert. Wir wollen noch so ein bisschen sammeln, was vielleicht weitere Themen wären, die Sie interessieren. Deswegen, bald ist ja Weihnachten, und wenn ich mir was von Ihnen wünschen darf, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Fragebogen noch ausfüllen. Insofern freue ich mich jetzt, dass wir die Runde schließen können, und bedanke mich ganz, ganz herzlich nochmal ausdrücklich bei Jan Müller Tischer, bei Dennis Schneider, bei Franziska Ludewig und bei Ralf Daniel für die wahnsinnig tollen informativen Beiträge, für das wirklich voll gelungene Zusammendampfen von Informationen. Also auch wenn immer gesagt worden ist, ein 90-Minuten-Vortrag kann man gar nicht so kurz halten. Ich fand, das ist Ihnen allen und euch allen doch schon echt ganz gut gelungen, und verabschiede mich in diesem Sinne. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie kritisch, und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Nicht müde, Dennis, bleibt ihr noch ganz kurz für ein Feedback-Gespräch? Ja. Super. Ich sage auch tschüss. Vielen herzlichen Dank, Herr Daniel. Also, tschüss, mach's gut. Aber war schon witzig, wenn man hier auch mit den Teilnehmern gerade noch so entdeckt hat. Kai Metzger war ja auch da, den habe ich völlig übersehen gehabt, bis er geschrieben hat. Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war doch eine gute Runde insgesamt. Waren doch viele verschiedene Leute da, ne? Die das angeguckt haben. Auch Leitstellen, das fand ich auch spannend. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen insgesamt jetzt auch das Feedback, dass wirklich ja fast alle oder irgendwie super viele Leute, ich bin das gar nicht gewohnt, eine DIN A4-Seite hier voller positiver Rückmeldungen nach dem Motto, hey Leute, war cool. Ne? Das war schon gut. Ja, gerade der Herr Hackstein, weil der eben auch, es gibt ja eine Zeitschrift sogar von denen, von diesem Fachverband Leitstellen, und der wird ja hier aus Norddeutschland, also der Stefan Bandlow, den ich ansprach, hier aus Elmshorn, und der Achim Hackstein sind
aus Flensburg, das sind eben die beiden, die das Ding vorangetrieben haben. Und das hat eben auch bundesweite Auswirkungen. Das ist das Tolle daran. Ne? Die tragen das dann weiter. Die werden das in die Zeitschrift mit reinbringen wieder. Und dann wird das Thema immer weitergebracht. Und das ist bei den kommunalen Leitstellen auch nochmal total wichtig da. Aber was du eben sagtest, Dennis, diese Kooperation, das wäre natürlich das Allerbeste. Ne? Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, selbst bei kooperativen Leitstellen, dass man ja irgendwann trennen muss aus bekannten Gründen. Und da müsste man für so ein Team natürlich überlegen, wie man das aufstellen kann, damit man daran nicht wieder aneckt, ne? An den Problematiken. Aber das Beste wäre es sicherlich, weil dann hat man wirklich alle, du siehst es ja auch in der Person von Ralf Daniel, ne? Das sind die perfekten Leute, die gleichzeitig Feuerwehrleute sind, aber auch polizeilich denken können, und die sind einfach super, weil sie plötzlich einen anderen Hut aufsetzen und das ganz anders sehen. Das habe ich ja ganz oft auch im Einsatz, wenn wir da unterwegs sind, dass er plötzlich sagt, Moment, das ist jetzt aber nochmal eine andere Schiene hier, Leute, passt auf, das müssen wir nochmal anders beleuchten oder anders weitergeben, an andere Leute weitergeben, das ist so und so relevant. Also sowas Übergreifendes wäre schon richtig klasse, ne? Und sowas in Schleswig-Holstein zu etablieren in irgendeiner Form, da wären wir schon wirklich ganz weit vorne bei den. Sieht man ja, so viel gibt es davon noch nicht. Ne? Was ich ganz interessant fand, waren einfach nochmal so zwei Rückmeldungen, die ich jetzt heute hier noch parallel erhalten habe. Ich habe mich eine halbe Stunde vor dem Event mit der 100-Mark noch unterhalten, der nämlich auch meinte, Mensch, hier, wenn ihr irgendwie eine Zusammenfassung habt, ich schaffe es terminlich nicht, aber es interessiert mich auf jeden Fall. Und irgendwie, ihr standet ja sowieso schon im Austausch mit der. Und eben auch Sabine Sütterlin-Waag hatte das auch nochmal ausdrücklich gesagt, dass sie sagte, okay, ich schaffe es hier nicht, aber schreib auf jeden Fall nochmal was dazu auf, wäre ganz gut. Also ich glaube, da tut sich gerade sowieso was, auch wenn man sich diesen 10-Punkte-Plan hier nochmal anguckt zum Thema Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, steht da ja auch so ein bisschen was zu drinne. Und das Schöne ist ja manchmal, dass manchmal so Zufälle sich ergeben, weil auch bei uns im Hause gibt es ja zumindest die Personalunion eben von Vorsitzender und Innenministerin. Aber das Schöne ist, dass das Ganze jetzt hier eben nicht aus sozusagen mach mal gekommen ist, sondern dass es eben wirklich ganz generisch sich entwickelt hat. Und das ist ja manchmal dann auch ganz, ganz vorteilhaft, dass man dann da auch wirklich sagen kann, nee, hier ist auch jetzt irgendwo eine Grenze, oder also hier kann man Informationen weitergeben, aber vor allen Dingen auch öffentlich weitergeben, weil man merkt es ja an dem Thema, nur dann, wenn viele mitmachen, also fand ich heute auch nochmal, dass das echt eine spannende Sache ist, nach dem Motto, auch nur wenn die Leute vor Ort wollen, tut sich da auch was. Ne? Ich würde es, glaube ich, spannend finden, auch nochmal die Augen offen zu halten, inwieweit das Thema Warnung also nochmal Fahrt aufnimmt. Da war ja vor kurzem, ich weiß gar nicht, Jan, warst du auch da im Landtag, diese Veranstaltung? Ne? Nee. Haben wir uns da gesehen, weiß ich gar nicht. Ne? Fördeforum. Ich konnte leider nicht, weil ich Erkältungssymptome hatte und dann gesagt habe, dann muss ich nicht auf eine Großveranstaltung. Ja, das ist nachvollziehbar. Da ging es aber um das Thema Katastrophenschutz. Ne? Wie sind wir da aufgestellt in Schleswig-Holstein? Da hat die Ministerin diesen 10-Punkte-Plan, der, glaube ich, da gerade beschlossen war oder rausgegeben wurde, auch vorgestellt. Aber das sind natürlich Eckpunkte, ne? Und man muss auch sagen, jetzt, sagen wir mal, 10 Jahre oder 11 Jahre, nachdem es Facebook gibt, unterhalten wir uns, ob das Social Media auch eine Rolle spielen könnte bei der Warnung der Bevölkerung. Also das heißt, da muss noch ein bisschen auch jetzt mal PS auf die Straße kommen. Ja, und ja. Das heißt, da, deswegen sage ich, Augen aufhalten, wenn das sich weiterentwickelt in der Diskussion, dass eben abseits vom Sirenenfonds, den es jetzt ja gibt, dann eben auch geguckt wird, wie kommen wir da mit den bestehenden Mitteln, die wir haben, und da Cell Broadcast, wie gesagt, müssen wir gucken, wie sich das entwickelt, aber eben, was ist der Kanal, über den die Landesregierung zentral über das Thema, bei Katastropheneinsätzen halt informieren will, also wird nicht ein Kanal sein, aber wo sitzt die Manpower dafür? Und unter uns, ich habe auch mal mit Patrick Kraft, der hatte mir mal am Rande eine Veranstaltung gesagt, er setzt da voll auf die Polizei. Fand ich auch witzig, weil eigentlich ist er derjenige, der im Katastrophenschutz starb, als Stellvertreter von Peter Höfer, derjenige ist, der die Kommunikation macht. Und aber er hat keinen Kanal an der Hand sozusagen. Also über den Instagram-Kanal von Daniel Günther wird das nicht funktionieren. Das muss schon andere Möglichkeiten geben. Hey, nur mit hübschen Bildern kann man das nicht machen. Ne? Also da, also ich hatte ja auch unter uns, ich hatte ja Dirk 100 Mark und Frank Zabel ja zu Gast in meinem Seminar. Die saßen da plötzlich, was ja eigentlich für Feuerwehrleute und Kreisleute gedacht ist, und waren sehr interessiert, haben sich eben die lange Version, die 3-Tage-Version da reingepfiffen, und
da fällt natürlich immer der Begriff WOST. So, also das Thema ist da. Also sie wissen, dass man da was braucht und interessieren sich auch auf der Ebene, also Staatskanzlei und Innenministerium auch. Und naja, das kostet natürlich Geld und das muss jemand machen und das muss dann aufgebaut werden. Und auch, habe ich auch zu denen gesagt, so ein WOST zum Beispiel für Schleswig-Holstein, das ist nicht mal eben so aufgestellt. Du kannst es nicht von denen hier die Hälfte der Leute nehmen und sagen, wir haben jetzt ein WOST, das muss gemacht werden. Und da habe ich ja nun jetzt genug Erfahrung mit Ralf und Franziska und den anderen. Das ist echt viel Arbeit. Ihr habt ja gesehen, das ist ein Team von 8, 9 Leuten, was das leitet. Und da sind wir ganz schön in Action. Und ist es für Schleswig-Holstein nicht so viel weniger. Das müsste man erstmal finden. Und wenn man das nicht ehrenamtlich macht, dann kostet es richtig Geld. Und deswegen mag es natürlich erstmal keiner anfassen. Und ihr habt schon bei der Polizei, also ist natürlich der einfachste Weg zu sagen, ja, die machen das. Ne? Also wie gesagt, ich versuche ja immer, meinen Fuß sozusagen in die Tür zu bekommen. Also Lagebewertung, also das, was das WOST macht, immer auch eins oder im gleichen Schulterschluss auch zu sehen mit der Kommunikation. Ne? Also ein gut informierter Staat ist unglaublich wichtig, Lagebeurteilung. Aber ich komme an den Punkt, wo ich eben auch kommunizieren muss. Also anders geht es ja gar nicht als Stab. Und deswegen versuche ich da das immer so beides als Paket zu sehen. WOST ist das, habe ich den Eindruck, was marketingtechnisch sozusagen am besten noch zu verkaufen ist. Aber ehrlicherweise, und das ist dieser Raum, wo das Schild schon dran hängt, aber da sitzt keiner drin, das hilft mir halt nichts, über die Lage optimal Bescheid zu wissen und zu wissen, auch zum Beispiel über Falschinformationen, da werden gerade 500 Leute irgendwo hinbestellt, an dem Ort gibt es aber keine Schaufeln, keine Sandsäcke und wir brauchen die auch da nicht. Genau. Und es kam ja im Chat auch die Frage, wie halte ich diese Karawane, die schon auf dem Weg ist, wie erreiche ich die noch und wie halte ich das noch auf? Und das kann das WOST nicht leisten, auch wenn Ralf Daniel sich da auch gleich mit angeboten hat. Aber das ist ureigenste Aufgabe dann der einsatzführenden Dienststelle der Behörde. Ja. Die muss in der Lage sein zu kommunizieren und das kann eben nicht mehr sein, da irgendwie mit dem Megafon rauszufahren, sondern da muss ich an, es könnte ergänzend noch sein, aber die digitalen Möglichkeiten muss ich vorher etabliert haben. Ja, also das ist ja, die meisten WOSTs sind eben hinter den Kulissen, die können ergänzen. Also man bräuchte etwas auf eurer Ebene, auf der Landesebene, die das erstens monitoren können, auf den ersten Blick, so die erste Stunde überbrücken können und dann eben auch alarmieren können, die WOSTs oder wen auch immer man da holt, aber die eben auch nach draußen kommunizieren können. Also wir haben es so deutlich, hat Ralf es jetzt nicht gesagt, aber wir haben Stäbe gehabt, wo wir dann, er hat es ja immer mehr so auf die Funktion runtergebrochen, aber man kann auch sagen, wenn wir da jemanden hatten, der wusste, was wir tun, dann konnten wir richtig gut arbeiten. Wenn wir da einen hatten, der gar nicht verstanden hat, was wir machen, dann macht es auch wenig Sinn. Und genauso ist es hier auch. Also ihr könnt erst dann einen WOST alarmieren, wenn ihr, ja, nicht nur du, sondern auch ein paar andere Leute wissen, im Schichtbetrieb quasi, was wir können und eben die Kanäle zum nach außen kommunizieren da sind. Und das kann kein WOST machen. Das muss von der entsprechenden Stelle mit einem blauen Haken dahinter fertig sein. Und dann geht das los. Aber beides braucht man eben. Und nur das Ehrenamt wird da auch nicht helfen. Ne? Aber immerhin reden wir jetzt mal drüber und kommen da ein bisschen weiter. Und damit sind wir schon mal weiter als die meisten anderen Bundesländer, glaube ich. Also. Ich finde vor allem das so spannend, was du gerade eben angesprochen hast, dass man ja gerade dabei merkt, auch bei diesem gesamten WOST-Team, ja klar, erstmal Frage ehrenamtlich oder on Payroll. Erstmal ist das ja ein Riesenunterschied nach dem Motto, wie viel Dynamik kann da auch eben hintergesetzt werden. Beziehungsweise ich finde das ganz spannend vor dem Hintergrund der Gesamtdebatte, die man ja eigentlich auch durch Corona gesehen hat. Corona-Krise zeigt, okay, das Ehrenamt in Deutschland sozusagen ist mit einer pandemischen Notlage auch nicht überfordert, aber im Zweifelsfall wird eher die Bundeswehr gerufen, als andere Hilfsorganisationen mit in der Einbindung, zumindest flächendeckend oder in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Das fand ich irgendwie, also das finde ich ganz spannend, vor dem Mythe, du schüttelst den Kopf oder du wackelst. Ja, die Bundeswehr ist super, dass die geholfen haben, aber THW-mäßig waren Tausende von Helfern im Einsatz. Ja, das ist eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit, ne? Die das verkauft. Genau, also die sind ja da und aber das Ganze, aber da kommen wir eine Stufe weiter, das ganze Hilfeleistungssystem ist eben so, wir haben ganz viele tolle Feuerwehren, aber die sind nicht zentral organisiert, die kannst du schon mal vergessen. Ja, also wir haben ja hier aus Schleswig-Holstein, wie du vielleicht weißt, ein Kontingent darunter geschickt, übrigens das größte überhaupt aus ganz Deutschland, was darunter fuhr ins Ahrtal. Aber das ist, weil das hier in Schleswig-Holstein ganz gut organisiert war, aber im Grunde sind die alle einzeln. Der Landesfeuerwehrverband ist nur Interessensvertretung. Und das TKW sind die einzigen, die zentral organisiert sind, aber auch die
haben dann ihre Grenzen. Die reden immer von 50.000 Helfern, aber nicht alle können auch bei der Arbeit weg und so weiter. Und deswegen bleibt es dann am Ende die Bundeswehr. Und das ist auch eine Frage der Kommunikation wieder. Und das THW hat sich dann nachher ja doch ganz gut verkauft. Aber die Bundeswehr wirkt dann irgendwie, ja, also auf die kann keiner verzichten, auf jeden Fall. Aber das Ehrenamt muss schon dabei bleiben. Ja, aber auch da sieht man ja wieder Stichwort kommunikative Kanäle. Da merkt man ja auch irgendwie, dass da irgendwie die Bundeswehr als gesamte Organisation begriffen hat, hey, wir brauchen die Social, also zumindest Social Media Öffentlichkeitsarbeit und drückt das dann ja auch mit einem ganz anderen, ja, mit einer ganz anderen Power, sage ich jetzt auch mal, da am Ende rein. Finde ich ganz spannend. Also einfach nur, weil jetzt in meiner bescheidenen Position man ja dann doch einfach da auch zu vergleichenden Analysen einfach neigt, weil das die ähnliche Zielgruppe ist, die man ja bedienen möchte. Ja, aber was die Bundeswehr verstanden hat, ist, dass sie seit Ende der Wehrpflicht Leute interessieren müssen für diesen ja nur nicht so leichten Job. Und da muss man eben Werbung für sich machen. Ne? Und das geht eben nicht mehr so I want you, sondern da musst du halt in Social Media reingehen. Deswegen sind die so aktiv und deswegen gehen die da auch so rein. Und das gilt natürlich auch fürs THW. Auch die brauchen ehrenamtliche Helfer und die machen das auch schon besser. Aber ansonsten fällt das dann relativ schnell ab und ist dann relativ schwer. Aber die Bundeswehr hat eben diese Durchschlagskraft kommunikativ, weil sie eben das eingeführt haben, weil sie wissen, wenn wir keine Werbung mehr für uns machen, stehen wir einfach ohne Rekruten da. Das geht einfach nicht. Ne? Ja. Ich will nur ein Tropfen Wasser oder ein Glas Wasser in den Wein gießen. Was die Bundeswehr tatsächlich kommunikativ oder ja nicht so häufig hat, sind tatsächlich Einsätze, also Einsatzkommunikation. Denn das, was im Einsatz stattfindet, das eben im Ausland und das macht das Einsatzführungskommando. Und was die halt dann noch machen, ist, geht schon fast in Richtung Krisenkommunikation oder Reputationsmanagement. Ne? Also der Tornado-Tank, der irgendwie über Dithmarschen runtergefallen ist oder solche Dinge. Also das ist schon spannend. Das, was Mythi, was du gesagt hast, absolut. Ne? Nachwuchswerbung und Imagepräsentation. Aber tatsächlich dann, da gab es ja eben auch Beispiele wie dieser Moorbrand da im Ernstland. Wenn es dann tatsächlich daran geht, über mehrere Tage Personal, auch Fachleute ranzuziehen und dann auch so emotionale Ebenen auch zu bedienen, wenn da den dritten Tag in Folge da die Heide brennt oder das Moor, das ist dann auch für die Bundeswehr schon so ein Punkt, wo die dann auch an ihre Grenzen stoßen. Also aber die auch seine Erfahrung sind, ne? Die sind eben auf Image getrimmt und nicht auf Einsatzbericht. Ne? Ja. Also insofern, aber trotzdem haben die haben Leute und deswegen werden die stärker wahrgenommen. Ne? Ja, Leute, ich muss mich mal ausklinken, denn mein Kind steht gleich in der Fahrschule vor der Tür und möchte abgeholt werden um 9. Dann hin da. Das ist die Zunge in die Zukunft, weil wenn sie Fahrschule macht, dann kann sie irgendwann selber fahren, dann muss ich nur noch den Kotflügel bezahlen, aber nicht ständig durch die Gegend fahren. Ja, auch akute Einsatzlage, würde ich sagen. Ja, unbedingt. Na, deswegen, also echt heute, wir sollten nochmal schnacken in Ruhe, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich fasse nochmal das ein bisschen zusammen. Ich schicke euch auch nochmal den Link zusammen übers Mural. Ich habe da einfach so ein Post-it ein bisschen gesammelt und geclustert. Das kann man sich auch nochmal in Ruhe angucken. Und ich würde mich total freuen, wenn wir sonst im Januar in den ersten 2 Wochen uns nochmal zusammen schnacken, um dann nochmal so ein bisschen vielleicht zu sehen, okay, inwiefern kann man eine Reihe draus machen oder inwiefern baut man auch vielleicht Themen aufeinander auf und sagt, wir machen jetzt einmal erst 1, 2, 3. Inwiefern kann man das vielleicht noch mit anderen Zeitevents zusammen verknüpfen? Was ich zum Beispiel total spannend fand, ist, wir haben ja auch in Kommuna einen Bereich für Ehrenamt, also Kompetenzen für Ehrenamt und Kommunikation, so heißt das Ganze, und dem wir uns speziell richten wollen an Ehrenamtliche, aber vor allen Dingen auch an Menschen in der Kommunalpolitik, sei es nun im Haupt- oder im Ehrenamt. Und da verstärkt halt eben auch was zu beitragen wollen. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass wir einfach auch nochmal ein Format vielleicht sozusagen irgendwie vielleicht damit was machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das vielleicht machen. Aber das sind Spin-off. Das sind gerade Gedanken, die spuken bei mir so rum. Und ich würde das einfach mal cool finden, wenn man das Thema auch mal ein bisschen pusht, weil wichtig. Ja, man muss es da reintragen. Ne? Und da habe ich auf jeden Fall auch Lust dazu, das nochmal weiterzubringen, einfach um das hier in Schleswig-Holstein zu etablieren. Und das sieht man ja, dass es fruchtet. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann hat man irgendwann auch eine kritische Masse von Leuten, die dann eben auch von verschiedenen Ebenen kommen, dass die Leitstellen dann irgendwann kommen und sagen, Mensch, was wollen wir hier zusammen machen? Und die Landesregierung kommt und vielleicht der Landesfeuerwehrverband kommt oder wer auch immer. Und dann wird es immer interessanter. Und dafür müssen wir halt trommeln. Und das ist super, wenn ihr da eure Plattform dafür nutzen könnt. Ne?
Ja, machen wir gerne. Ich finde, das ist auch irgendwie, also ich bin hooked und hab Bock. So. Ja, das ist doch gut. So machen wir das. Dann lass uns Ich erstmal. habe aber eine Frage noch mal an euch. Wenn ich sagen will, ich will das Leitstellen Katastrophenstab 101 haben, ich will mal ein bisschen stärker wissen, ab wann macht das der S1 und was macht genau der S5 und so. Wo ist dafür die ideale Quelle, um dieses Ganze mal nachzulesen, um da die Struktur besser nachvollziehen zu können? Du kannst zur Landesfeuerwehrschule gehen und dich da schulen lassen. Das dauert aber relativ lang. Aber wir können es dir, glaube ich, auch relativ schnell, wenn wir mal eine halbe Stunde mehr Zeit haben, können wir es dir auch mal schnell erklären. Weil ansonsten ist es, glaube ich, relativ aufwendig, das irgendwo Okay. nachzulesen. Oder hast du irgendwas, Dennis, wo du sagst, da kann er schnell mal reingucken? Bei uns heißt es ja auch wieder anders, also. Ja, bei euch ist es wieder anders. Aber wenn wir ein bisschen Zeit haben, mache ich gerne mal so einen schnellen. Okay, sonst lade ich euch mal hier nach Kiel ein und gebe ein bisschen was zu essen aus und ein Bier und dann Ja, machen oder wir so. das. Das ist das richtige Format dafür, glaube ich. Ja, genau. Das klingt da. Wir kommen langsam zusammen. Das passt. Okay, sehr schön. Dann So. euch einen schönen Feierabend. Vielen lieben Schöne Dank, Weihnachten, Felix. ne? Das war super klasse. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.